Hallo und herzlich willkommen zum 353. BAFTcast. Mit mir in dieser Runde. Fangen wir mal rechts an. Sitzt er zusammen. Hallo, mit Crumpy-Tasse. Mit Grumpy-Tasse. Ja. Und der Alex ist auch da. Jawohl, mit Spezi. Und der David ist auch da. Hallo, mit Wasser. Ja, Ja. Mensch. Und du bist die Susanne, auch mit Wasser, glaube ich. Ja. Ja. Ein bisschen. Wir sagen ja zu deutschem Wasser, oder wie war der Spruch? Das Ja, genau. Ist war das Harald Schmidt, glaube ich. Ja. Ja. Ist das eigentlich Ich sag deutsches ja zu deutschem Wasser? Wasser. Ich glaube, das Nee, das ist kein deutsches Wasser. Obwohl, nee. wollen wir, das ist doch. Es wird in Berlin abgefüllt. Ja, dann ist es Aber doch deutsches es Wasser. gehört halt zu Coca-Cola und Coca-Cola ist ja bekannterweise kein deutscher Konzern. Nee, im Endeffekt, weißt du, was die da machen? Die füllen da einfach Leitungswasser ab. Leitungswasser, Und ja. ein bisschen Spritz Und hauen ein rein. bisschen noch also Mineralien und Zeug rein, dass es halt immer gleich schmeckt. Ja. Aber unser Wasser hat doch massenweise Mineralien. Ich weiß nicht, ob die jetzt so gut Ich sind. weiß nicht, ob ich Kalk jetzt als Da darfst du das Fürther-Wasser nicht als Maßstab nehmen. Das, das trinke ich eh nicht ungefiltert. Nee, das Ist ist auch besser so. Ja. Ne? Also. Ich war damals in meiner ersten Fürther-Wohnung sehr erstaunt, wie schnell Sachen verkalken können, wenn die. Ja, wir haben hier die höchste Wasserhärte, die, glaube ich, geht. Also, es ist wirklich unglaublich. Ja, also. Man sieht das immer, wenn eine Duschwand daheim hat, ne? Also nicht diesen Vorhang, der ist ja einfach, ne? Sondern eine richtige Duschwand. So mit zum Durchgucken eigentlich. Ja, aber nicht lange. Und ja? dann, wenn man nicht mehr durchgucken kann, dann ist Dann fängst du dann an, mit dem Eiskratzer vom Auto dran rumzuhantieren, aber es funktioniert natürlich ich nicht. Ich glaube, bei uns dauert das so etwa eine Woche und dann ist schon wieder vorbei. Ja. Aber was da gut geht, das sind diese Abperleffekte, ja. Da gibt es ja so für Autoscheiben, ne? Dann brauchst du keinen Scheibenwischer mehr im Auto. Das ist sehr geil. Ja? Und wenn das kannst du auch für die Duschwand aufbringen und da hast du ungefähr 2 Monate Ruhe. Ist echt geil. Ja? Kann ich nur empfehlen. Das notiere ich mir mal und behalte das mal im Hinterkopf. Nützliche Haushaltstipps. Jetzt. Ja. Ich schreibe jetzt hier Abperlen in der Dusche. Und Großartig. Darunter kann sich jetzt jeder vorstellen, was er möchte, der jetzt gerade erst eingeschaltet hat. Manch gerade 2 Minuten nach dem Start. So. Wir haben ein paar News-Themen, über die wir euch informieren möchten, beziehungsweise über die wir uns mal kurz unterhalten möchten. Und da fangen wir doch mal an mit Rift. Denn Rift, wir haben es am Ende des letzten BAFTcasts schon mal kurz erwähnt. Es kommt eine große News für das MMO-RPG-Universum. Und das ist diese News gewesen. Am Dienstag in der vergangenen Woche wurde verkündet, dass Rift Free-to-Play wird, also auch so ein Hybridmodell verpasst bekommt, wie beispielsweise SWTOR. Ab dem 12. Juni 2013 ist es soweit. Dann könnt ihr, wenn ihr euch für Rift interessiert, auch mal kostenlos einloggen. Ja. Oder wieder einloggen. Oder wieder einloggen. Genau. Schon mal einen Account hat, aber länger nicht gespielt. Es ist ja erstaunlich, dass also Rift hat extrem lang durchgehalten, muss man sagen. Nur mit dem Premium, ja. mit dem Abo-Modell. Ja, also das deutet ja darauf hin, dass die Qualität des Spiels auch so gesehen, also dass die auch Erfolg hatten damit. Ja, sonst hätten sie sehr viel eher umgestellt. Ja, also sehe SWTOR, da ging es ja deutlich schneller. Ja, oder auch, ja. Was hatten wir jetzt noch? Terra. Oder ja. Was gab es hier? Star Trek Online oder... Also ganz viel. Herr der Ringe Online gab es ja auch, wobei ich glaube, das lief auch 3 Jahre bevor es Ja, umgestellt wurde. Da hat es auch lange gedauert. Ja. Ne? Also man muss schon einen gewissen Basiserfolg haben, dass man es nicht viel früher umstellt. Ne? Ja, oder von Anfang an etwas vernünftiger kalkuliert haben. Also auf SWTOR war sicherlich auch finanziell ein deutlich höherer Druck noch als auf Ah ja, natürlich. Auf Klar, das kommt dazu. Ja. Ne? Viel höhere Entwicklungskosten. Ne? Und da hatten sich Und die Lizenz war jetzt auch nicht billig. Das weiß man ja nicht so genau. Ich war das mit glaub, das, die das Lizenz ist zu war bezweifeln, nicht dass die billig waren. Nee, billig war es sicherlich nicht, ne? Aber was jetzt wirklich gekostet hat, ne? Wie viel da von den das kann man nur mal Millionen in Georges kleiner Privatschatulle verschwunden sind. Jetzt zahlst du noch einen Disney-Bonus drauf. Jetzt kommt der Disney-Bonus drauf. Disney-Bonus. Dafür kannst du dann Filme und Spiele mit ganz viel Chacha-Bings und Evox machen. Du musst nochmal in den Zeitungsläden und Kiosken schauen. Die Mickey-Maus-Ausgaben haben jetzt alle einen Star-Wars-Anhang. Ah ja, cool. Ja, also ganz toll. Ja, du musst jetzt jedes Heft jedes kaufen. Einzelne Heft? Nee, nicht wirklich. Aber Star Wars ist ja schon immer sehr kindgerecht. Von daher gesehen passt das gut zu Disney. Ja? Also mein Sohn, der wird jetzt erst 4 und der findet Star Wars klasse. Ja? Auch Chacha? Chacha, selbst Chacha findet er toll. Ja? Und da war ich auch ganz erschrocken. Das Einzige, mit was das wieder gut macht, er findet auch Darth Vader toll. Ja? Ist die Welt wieder in Ordnung. Ja? Aber also Vader scheint tatsächlich bei kleinen Kindern so eine Leitfigur zu sein. Mein Neffe, der ist auch 4 Jahre alt, der findet Vader ist die beste Figur da. Total, ja. Ist ja auch immer er macht ihn auch nach schon so.
ist ja auch, finde ich super. Ja. Ist ja auch am einprägsamsten. Er ist groß, hat einen lustigen Helm auf, macht lustige Geräusche und bringt Leute ist dunkel. Um. Also hatte mal diese schwarzen Klamotten an und so. Ja, aber irgendwie scheint er nicht so bedrohlich zu sein. Ja? Also mein Sohn, wie schon gesagt, noch keine 4, ja? Der hat immer bloß einen Schreckmoment in der alten Trilogie. Ja? Das ist in Episode 5, also der zweiten sozusagen, ne? Wo dieser Yeti auftaucht und der dieses Viech zerreißt. Ja? Der Wampa. Den Wampa zerreißt. Ja? Und da aber so Angst. Ja? Und dann ist wieder alles gut. Für den Rest des Films. Luke wird die Hand abgeschlagen. Ach, wurscht. Ja? Ach, wurscht. es ist passt schon. Zu Rift hat Tirima eine Frage, nämlich wie wir zu der Umstellung stehen und ob wir mal wieder hineinschnuppern werden. Hat jemand Lust, wieder in Rift reinzuschnuppern? Also um das noch ein bisschen auszubreiten. Ich glaube, die Entwickler stellen auch in ein paar Livestreams noch die Features vor und auch die Features des kommenden Patches. Ich glaube, das ist... Nee, ich vermute jetzt nicht, welcher es ist, weil ich habe es vergessen. Auf jeden Fall werden sich diejenigen, die noch keinen Rift-Account haben oder hatten, darauf einstellen müssen, dass sie beispielsweise Einschränkungen bei der Größe des Inventars haben oder bei den Charakterslots. Was ich ganz sexy finde, ist... Die, die schon einen haben, da nicht? Oh, ey, BioWare, hört ihr das? Hört ihr das? Nee, die haben es ja schon gekauft, ne? Also, die haben schon Geld abgedrückt. Ja, ich habe meine Collectors Edition gekauft. Auch so. Und krieg trotzdem kleinere Banken. Naja, man muss es ja nicht fair machen, ja? Nein, die Aussage ist, wer Rift gerade noch spielt oder mal gespielt hat, also wer einen Account besitzt, der bekommt nach der Free-to-Play-Umstellung, auch wenn er nichts bezahlt, das gleiche Spiel, was er jetzt auf den Live-Servern hätte. Ja. Und wer erst nach der Umstellung einen neuen Account macht, der bekommt dann eben so diese typischen Einschränkungen, die man ja mehr oder weniger kennt inzwischen schon. Ich finde das sehr sexy. Also ich habe ja mal Rift gespielt, bis Level 42, glaube ich, immerhin. Also da war auch Stormly schon noch lange hin. Und deswegen... überlege ich fast mal wieder reinzuschauen. Also ich müsste mal wieder von vorne anfangen, weil ich keinen blassen Schimmer mehr habe, wie ich die Klasse spiele und beziehungsweise die unterschiedlichen Seelen. Aber es ist natürlich reizvoll, dann da doch mal reinzuschauen. Also im nächsten Heft werden wir so ein Update haben, sozusagen einen neuen Test und dann eben auch die Street-to-Play und die Details davon etwas genauer vorstellen. Beleuchten quasi. Und wer will noch reinschauen? Ja, reinschauen sicherlich, dass ich besonders lange dabei bleibe, glaube ich, aber nicht, weil ich das Quest-System oder die Quests in Rift einfach zu furchtbar fand damals, zu furchtbar langweilig. Und die werden wahrscheinlich nicht viel aufregender geworden sein. Weiß man's. Da kann man viel Content nach, ne? Darf man nicht vergessen. Also das muss man ihnen ja zugute halten, ne? Dass die eine Update-Geschwindigkeit an den Tag gelegt haben, ja. Die sehr geil ist. Ne? Ja. Sehr beeindruckend. Na, mal schauen, insgesamt, also nach dem, was wir bis jetzt gesagt haben, zumindest scheint es ja eine relativ faire Umstellung auf Free-to-Play zu sein. Muss man mal gucken, wie sich das letztendlich auswirkt und wie es dann auch mit kommenden Inhalten noch weitergeht. Ja, wie gesagt, die Entwickler wollen weiter so die Geschwindigkeit gerne beibehalten von den Updates. Ab dem 12. Juni könnt ihr euch dann selber davon überzeugen, wenn ihr nicht eh schon Rift spielt. Dann gab es letzte Woche natürlich einmal den Patch für SWTOR. Den hatten wir ja schon angekündigt und kurz drüber geredet. Deswegen gehen wir mal gleich über zu dem Patch für Herr der Ringe Online. Update 11 ist nämlich jetzt live mit 5 neuen Gebieten in der Wildermark. Dann gibt es noch ein nettes System. Jeder, der täglich einloggt, kriegt ein Hobbit-Geschenk. Ein Hobbit geschenkt? Ein Hobbit geschenkt. Er bekommt ein Hobbit geschenkt. Jeder sollte einen haben. Ein Hobbit an der Leine? Ja. Oh Gott, mit Fußschere? Was? Ja, wegen den Haaren auf den Füßen und so. Das muss man bestimmt aber mal nachscheren. Nee, mit Fußkette. Ach, mit Fußkette. Nee, du bekommst den zum Zusammenbauen. Deshalb musst du regelmäßig einloggen. Erst den linken Fuß, dann den rechten Fuß, dann das Bein dazu. Ach, das ist so wie bei diesen Sammelheften. Diese komischen Sammelhefte. Und jetzt die erste Ausgabe mit dem Fahnenmast von dem Schiff, dass sie sich nach 200 Ausgaben, von denen nur 60 erscheinen. Ich will aber kein Hobbit-Fahnenmast. Hobbit-Geschenke. Was ist denn das? Nee, das kennst du doch aus den Büchern. Das sind so kleine Goodies, die... Also Bier und was zu essen. Ja, du kriegst Bier und was zu essen live nach Hause geliefert. Natürlich Zeug, Ingame-Zeug. Dann jede Klasse bekommt auch ihre eigenen spezifischen, oder hat bekommen, ihre eigenen spezifischen Fähigkeiten im berittenen Kampf.
Und die Geschichte von Update 11 ist, dass Saruman wieder ein bisschen Blödsinn treibt und hat einen Steinriesen namens Nosum unter seine Kontrolle gebracht und jagt den durchs Wilderland, durch die Wildermark. Wieso sage ich eigentlich Wilderland? Durch die Wildermark und natürlich dürft ihr euch dann entsprechend mit neuen Quests beschäftigen und auch euch diverser Uruk-hai entledigen. Das heißt, wer Herr der Ringe online mag und noch nicht reingeschaut hat, der schaut jetzt mal rein. Vor allem am besten jeden Tag, denn dann gibt es ja ein Hobbit geschenkt. Wie wir gelernt haben. Ich erinnere mich gerade, sind das die Sachen, die von Elben bekommen haben? Nee, das ist dieses kleine, die Hobbits machen es doch folgendermaßen. Ja? Immer wenn sie Geburtstag haben, schenken die allen Leuten, die kommen, etwas. Also es ist sozusagen andersrum. Ja? Das kann aber trotzdem alles sein. Ja, es kann natürlich alles sein. Das heißt, du bekommst jedes Jahr, je nachdem, wenn du zu 20 Geburtstagen eingeladen wirst, bekommst du 20 Mal was geschenkt. Und diese 20 Sachen hebst du natürlich auf. Und dann verschenkst du sie an deinem Geburtstag. Und dann verschenkst du sie weiter. Dann hast du diese Wanderpokale im Endeffekt. Ja? Das ist keine Hobbit-Eigenschaft. Das machen andere Leute auch, habe ich gehört. Und damit sie das Spiel richtig machen, dann müssten sie eigentlich sagen, jetzt hat dein Charakter Geburtstag und du verlierst wieder alle. Und zwar anhand deines Geburtstags des Accounts, der da genau. Du darfst dann an dem Tag nicht einloggen, sonst hast du verloren. Ja? Jedes Jahr ein Ausrüstungsgegenstand weg. Und zwar der wertvollste. Oder ein Slot gesperrt. Du kannst nie wieder was reinlegen. Okay, jetzt wird's sadistisch. Ja. Des Weiteren, wo gibt es die Ankündigung von Maxis, dass ein DLC, wahrscheinlich ein Bezahl-DLC für SimCity kommt. Und es gab auch ein paar Bilder schon, die bei einem Online-Shop zu sehen waren. Ich glaube, greengaming.com hieß der Laden. Mit Bildern von einem Freizeitpark. Das heißt, wer Bock hat auf SimCity, der kann sich dann ab dem 28. Mai ein DLC shoppen, wo er dann in seiner Stadt zusätzlich einen Freizeitpark errichten kann. Das ist ja gar nicht genug Platz. Ich habe ja für die Stadt schon nicht genug Platz. Wo soll man da noch einen Freizeitpark? Kann man den dann so managen wie bei Theme Park oder was weiß ich, Rollercoaster Tycoon oder was da alles für ein Zeug gab? Man kann, glaube ich, Wege selber legen und auch Fahrgeschäfte selber aufbauen, aber jetzt nicht so wirklich Einnahmen, Ausnahmen, was auch immer. Dafür ist ja die große Stadt, aber es ist quasi eine kleine Sim innerhalb der großen Wannabe-Sim. Ja, ich muss dazu aber weiß nicht, ob sagen, das Spiel nicht noch größere Probleme hat als das, aber nur gut. Das Platzproblem ist trotzdem noch nicht geklärt. Nee, vielleicht, ich habe keine Ahnung, also ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, es wurde auch noch nicht gesagt, vielleicht wird dann eine eigene Instanz geöffnet, dass, also dass du so ein kleines Riesenrad dann auf deiner Karte stehen hast und wenn du das anklickst, wirst du reingeworbt in ein anderes Gebiet, wo du dann total toll bauen kannst. Oder du musst ein paar Kindergärten wegreisen und ein paar Feuerwehren. Feuerwehren braucht eh keiner. Ja, Blödsinn. Ich muss dazu sagen, SimCity habe ich seit mehreren Wochen schon nicht mehr angefasst, weil ja mit jedem Patch immer neue Bugs reingepatcht werden. Und, ernsthaft. Ich weiß, man soll nicht so viel kichern, habe ich gehört in den Kommentaren, aber haha. Das war dein Kichern? Ja. Ja, das ist ja schön. Das war schon so Nelson-Waff. Haha. Nelson-Punkt-Waff. Ich hab das letzte Mal schon gesagt, SimCity bin ich durchaus interessiert, aber erst wenn die Karten größer sind und man mehr, weil es so SimCity-Feeling rüberkommt, dass man machen kann, was aber man will. Aber es könnte ja auch SimDorf heißen, schau. Sim Village. Sie bieten dann bestimmt irgendwann das Upgrade an zu Sim Town und dann kommt irgendwann Sim Mega City. Sim City und dann Sim Mega City. Ja? Kostet jedes Mal 20 Euro. Ja? Uh-huh. Und ja. Sim Metropolregion, ich sag's nur. Oh Gott. Ja, sind wir mal gespannt, wie das Ganze dann funktioniert. Ich bin da ja ein bisschen zweifelhaft, ob man da tatsächlich zugreifen möchte sofort. Das ist heute irgendwie voll die Lästerrunde, ja? Habe ich niemals. Nein, wir lästern doch nicht. Nein. Und, ja. Nee, passt schon. Eine letzte Geschichte gibt's noch. Das findet heute Abend erst statt. Also für uns heute Abend, für euch hat es gerade stattgefunden. Am 21. Mai um 19 Uhr gibt's eine große Xbox-Ankündigung. Das Internet explodiert. Xbox 4 sozusagen. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht meinen Termin heute Abend absage, damit ich mit euch das gucken kann. Weil wir haben ja dienstags mal unseren lustigen Termin. Ja, ich habe schon wieder einen Termin. Unseren lustigen Trash-Filmabend.
Ja, das ist dein Termin, der den du eigentlich nee, das haben ist, deswegen kann ich ja erst später kommen, aber die Ankündigung ist ja schon 19 Uhr. Ja. Ich habe schon gesagt, wir brauchen noch irgendwie Bullshit-Bingo-Karten und müssen irgendwie ein Trinkspiel draus machen. Mit Blu-ray-Player. Kannst du ja jetzt schon ausdenken, was da alles war. Ja. Also wahrscheinlich die meisten von euch haben es schon gesehen, aber wer es irgendwie völlig verschlafen hat, der, wenn ihr diesen Podcast hört, findet ihr bestimmt überall im Netz ganz viele Infos zur nächsten Xbox. Was wünschen wir uns denn hier so in der Runde? Was muss denn drin sein? Was darf denn auf gar keinen Fall drin sein? Oder dran sein? Oder damit in Zusammenhang gestehen? Was darf auf keinen Fall? Also, was ich mir wünsche, ist keine Veränderung am Controller. Ja, das ist auch nicht nötig. Das heißt, du möchtest kein Touchpad dran haben? Nee, ich hätte fast gesagt, am Arsch. Oh, ich habe am Arsch gesagt. Aber, nee, es muss kein Touchpad dran sein. Nicht unbedingt, aber es wird es wahrscheinlich. Muss ja irgendwie mit der Zeit gehen. Was alle anderen Konsolen machen, muss man auch haben. Meinst du, es hat auch einen Share-Button? Na. Oh ja, das ist das, was mich bei der PS4 ja auch nervt. Das darf es auch nicht haben, diese komplette Kontrolle und jeder kann sehen, was du gerade tust. Ding, das nervt mich extrem. Ja, das musst du ja erstmal freischalten. Da gibt es bestimmt Privacy-Einstellungen. Das hoffe ich. Die das verhindern. Aber übrigens, dieses Always-On-Zeug, was ja wahrscheinlich eh kommen wird. Ich habe jetzt letztens gemerkt, wo 3 Stunden mein 1&1 ausgefallen ist. Wie bescheiden es eigentlich ist, wenn das Internet ausgefallen ist, was man alles nicht mehr machen kann mit seinem Rechner und seinen Konsolen. Man kann gar nichts mehr machen. Das ist so unglaublich, was da fehlt. Mega fies. Selbst mein Fernseher hat mit einigen Sachen Probleme, wenn das Internet nicht mehr da ist. Ja, ganz also im Multimedia-Bereich bist du echt aufgeschmissen. Ja. Aber neue Xbox, was ich mir hauptsächlich wünsche, ist erstens die Lautstärke von dem Gerät nochmal schön runterregeln. Also ich hätte da gern was unter 2.0 Sohn, ja, und nicht, oder am besten so 1 bis 1,5 Sohn, also was man gut ertragen kann, ohne dass einem die Ohren abfallen. Ja, und dann zweitens vielleicht in die Haltbarkeit etwas mehr investieren. Ja. Also ich sag so Stichwort Red Ring of Death. Das war auch ein Thema, was heute in der News zur Ankündigung aufgekommen ist. Wird das Ding wieder Red Ring of Death haben? Ja, natürlich. Gibt's bitte. Ich will das haben. Großartig. Ich muss dazu sagen, wir haben den nie gehabt. Ja, ich auch noch nicht. Nee. Echt, da wirklich Glück gehabt, ne? Also. Aber ich habe auch die Elite, weiß nicht, ob das vielleicht damit zusammenhängt. Ich glaube, die Xbox haben wir erst relativ spät, irgendwie 2 Jahre nachdem sie in den Handel gekommen ist, geholt, weil wir vorher halt die PS3 hatten und mit der hat es gereicht. Ja, am Anfang war es deutlich häufiger, die ersten Modelle, die da draußen waren. Ja. Aber ich habe schon gesagt, wenn man das dann sagt, dass man das noch nie hatte, dann kommt man dann nach Hause und das erste Mal passiert. Kaputt. Ein Ersatzgerät. Wahrscheinlich. Nee, vor allem das Fiese war, das kam dann am meisten so, oh, Garantie ist jetzt abgelaufen, am nächsten Tag, kling. Das ist wie bei den Telefonen. Was ich noch gern hätte, ist abwärtskompatibel. Echt? Ja. Ja, wirklich? Ja. Also so aber spielst du den alten Dreck dann natürlich noch? Hast du auf der PS3, also wenn du eine frühe Version gekauft hast, hast du noch PS2-Sachen gezockt? Ich habe noch eine PS2, damit ich meine PS2-Sachen zocken kann. Oh. Ich habe da noch ein paar indizierte Spiele von NetherRealms. Echt, willst du die alte fett PS3 haben? Die ist abwärtskompatibel. Ja, die ist aber auch laut, oder? Die ist flüsterleise. Die PS3 ist leise, die hat 1,2 Ohm. Ja, die ist wirklich gut. Nee, nicht die Uhr, das Uhrgerät. Das doch, ist so schwer. Das hatte ich auch. Was das heißt, die Ur-Xbox ist lauter als die Ur-PS3? Deutlich lauter. Alter, das geht doch gar nicht. Das war fast das Doppelte vom Geräuschaufkommen. Ja? Also. Also, ich weiß nicht, vielleicht hat eure PS3, hängt da irgendwas im Lüfter drin oder keine Ahnung. Ja, also, die dicke PS3 ist unerträglich. Das haben wir ja auch ausgetauscht jetzt vor kurzem. Na, aber wie schon gesagt, die Ur-Xbox ist viel, viel lauter, also Xbox 360, als die Ur-PS3. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass da nicht unbedingt ein Kompatibilitätsmodus kommt, weil, wenn die wahrscheinlich, weiß ich es nicht, keine Ahnung, vielleicht weiß man heute Abend mehr, wieder auf PC-Hardware gehen, wie es Sony macht. Dann, wär's doch eigentlich einfach. Ja, aber dann müsstest du emulieren. Und emulieren ist immer ein extremer Ressourcenfresser. Ja, aber das neue Gerät wird wohl die alte Kacke sozusagen locker emulieren können. Das wird wohl auch einen Grund haben, warum Sony das nicht macht. Naja, Sony. Ey, die wollen ja auch ihr komisches Gaikai pushen. Also die PS4 ist hier insofern abwärtskompatibel, als dass du ja angeblich viele der alten Spiele dann so gestreamt spielen kannst. Das ist sicherlich also du bist so Telekom-Kunde. So ein halber Werbegag. Und ich habe gedacht, die Telekom kommt diese Woche mal nicht zur Stadt. Da kann sich Sony ja dann reinkaufen. Dann sind die auch ein, wie nennt die Telekom das? Unterstützter Service oder vollwertiger Service oder so? Ja, ich freue mich bei der Xbox auf die Rückkehr der HD-DVD. Ich glaube, die kommt nochmal ganz groß raus.
Erinnert sich noch jemand HD-DVD? Ja. Da wollte mit Blair letztens ein HD-DVD-Blair, also dieses Zusatzgerät für die Xbox, verkaufen. Großartig. Aber ich glaube, wofür? Würde ich zuschlagen. Natürlich. Da gibt es Hammerfilme für. Was ich ja total super sechs finde, Stück oder so. Irgendwie bei PS3 und Xbox 360 gab es, PS3 und Xbox 360 gab es ja dann immer diese Konkurrenz. Entweder hast Blu-ray oder hast HDD. Was hat sich wohl durchgesetzt? Ja, das hat sich ja schnell erledigt. Ja. Ja, zum Glück, ja. Stell. Gott sei Dank. Erinnere dich mal an dieses alte Chaos, das damals zur VHS und Video 2000 und was weiß ich noch für einen Schrott alles gab. Was war das dritte? Bitterkamm? Irgendwas? Egal. Ja. Was ich auf jeden Fall auch will, sind echt fette Spiele, die sich halt für die Konsole auch lohnen. Ich hätte gerne zur Ankündigung der Xbox. Kein neues Halo. Nee, brauche ich auch nicht. Zur Ankündigung der Xbox 27 oder wie auch immer sie dann heißen wird. Heißt doch, glaube ich, dann 27, oder? Das weiß ja noch keiner. Das weiß noch keiner. Der Arbeitstitel. Xbox 3 können sie sehr schlecht nennen. Ne? Ja. PS4 ist besser als Xbox 3. Ja, genau, das ist das Problem. Vielleicht nennen sie es einfach Xbox 5. Nein, nein, Xbox X. Xbox 5. Wir haben einfach mal zwei übersprungen. Egal. Oder Xbox Next oder was weiß ich. Ja. Xbox. Ich wünsche mir jedenfalls für der Veranstaltung, dass da auch irgendwie was Exklusives für die Xbox angekündigt wird. Zelda. Das ist auch cool. Zelda. Zelda. The fuck. Ja, es gab ja schon, aus Blizzard sind ja schon diverse Tweets in die Richtung rausgefallen, dass, oh, hier übrigens, da wird die Xbox vorgestellt, die neue, so wahrscheinlich kommt wieder Chris Metzen und erzählt, dass Diablo 3 auch für die Xbox kommt. Überraschung! Well, most obvious ever. Ja. Und StarCraft. Ja, aber wollen wir auch nicht mal drüber reden, weil wenn ihr den Podcast hört, seid ihr eh schon schlauer als wir jetzt gerade. Also. Jo hat da noch eine Frage dazu gestellt, nämlich, welche Daseinsberechtigungen denn Spielkonsolen heutzutage überhaupt noch haben. Mehr wie im PC wahrscheinlich. Frag mal die Spieleentwickler. Ob es nicht besser wäre, wenn die Hersteller sich auf eine Minimalkonfiguration einigen, für die dann Spiele entwickelt und angepasst werden müssen. Nee, weil das ist ja keine Konkurrenz mehr. Und warum sollte ich als Unternehmen mich mit meinem konkurrierenden Unternehmen einigen auf irgendwas? Naja, man könnte, das heißt schon, also für die Spieleentwickler wäre es natürlich ein Vorteil, ne? Wenn sie sagen, die Minimalkonfiguration hat jeder, egal ob jetzt PC, Xbox, PS3 oder was auch immer hat, und den Rest streamst du dann über das Internet. Damit es dir nicht so geht wie Nintendo und den zurückgeschickten Dev-Kits? Genau. Den zweiten Teil hättest du gar nicht, einfach nur, damit es dir nicht so geht wie Nintendo. Also, hätte Punkt, schon völlig hätte auch gereicht. Ne? Wobei die ja bei Minimalkonfiguration eigentlich ganz weit vorne sind. Nintendo, ja. Nicht mal? Also, ja. Bei Minimal. Bei Minimal. Ja. Das ist es, aber ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nein, es sind halt unterschiedliche Firmen, die halt alle ein Stückchen vom Kuchen abhaben wollen. Also insofern. Die wollen halt alle den geilen, heißen Scheiß machen, den jeder kauft. Aber ich glaube schon, dass es halt auch in diese Richtung geht mit mehr PC-nahe Konfiguration, wobei die Konsolen im Gegensatz zum PC den Vorteil haben, dass die Entwickler sich nur auf eine Konfiguration konzentrieren müssen und nicht auf 1000 unterschiedliche und einfach dann ist die Entwicklung auch leichter fällt. Und wenn Microsoft jetzt nachzieht mit mehr PC-ähnlicher Hardware und ein festes System hat, kann ja nur den Entwicklern zugutekommen. Und dann sind das zwei konkurrierende Systeme, die ihre Existenzberechtigung haben mit entsprechender Next-Gen-Hardware. Wir können sowieso damit rechnen, dass man eh alle Nasen patchen muss. Ja, grundsätzlich, was ja eher aufkommt derzeit, ist ja immer die Diskussion, gibt es denn überhaupt noch einen Markt für Konsolen? Weil hier spielt doch sowieso jeder irgendwie auf Tablets oder Mobilgeräten oder so. Aber ich glaube, das sind schon noch sehr unterschiedliche Spielgewohnheiten und Sachen. Das eine spielt man halt, wenn man tatsächlich unterwegs ist, nochmal kurz. Und das andere spielt man halt, wenn man Zeit hat und vor dem großen Fernseher sitzt. Also ich glaube, da ist schon... Das eine ist auch eher so Einstieg, während das andere so fortgeschritten ist. Schon immer noch genug Bedarf da, auch die großen, echten Spiele zu spielen, um es mal blöd auszudrücken. Die großen, echten Spiele. Ja. Ja, schauen wir mal, was Microsoft da uns vor die Füße wirft. Und dann sagen wir entweder yay oder nay. Was läuft denn da drauf? Windows 8? Ich würde jetzt nicht. Das ist doch jetzt Windows 8.1, oder ja, nicht? Ja, es könnte sein. Ich würde da nicht so lachen. Das könnte durchaus möglich sein. Und mit ihren Kinect-Krempel, denn dann, hey, vielleicht bauen die ja Kinect in die Konsole ein. Ah, jetzt hör auf. Ich glaube, Kinect war so ein. Aber dann müsste die Konsole ja irgendwo in Sichtbereich stellen. So ein Vollflop.
Ich glaube eher, das, was sie machen werden, ist wahrscheinlich mit dem ganzen Windows-Betriebssystem, weshalb ich das auch für durchaus wahrscheinlich halte, eine starke Integration von Tablet. Also mehr oder weniger das, was Nintendo bei der Wii U mit ihrem komischen Controller da gemacht haben, nur halt einfach, nimm halt irgendein Tablet, was du hast und benutze es damit und damit mehr Funktionalität dazu. Das ist jetzt was ich mir vorstellen könnte. Kinect weiß ich nicht. Also für mich wirkt das irgendwie wie ein riesen Rohrkrepierer insgesamt. Da ist doch nie wirklich was draus geworden. Das einzige Coole, was man damit machen konnte, war Sprachsteuerung und Wischen. Wie war dieses? Ja, aber machst du das Ich will mit meinem Fernseher nicht reden und auch nicht mit meiner Konsole. Und vor allem auch im Menü, wenn ich irgendwie ein Spiel starten will, bin ich mit dem Gamepad wahrscheinlich schneller. Ja. Als wenn ich was sage und dann versteht es mich doch nicht ganz richtig. Ich habe es soweit, dass es mein Sächsisch verstanden hat. Also. Ja? Und vor allem, stell dir vor, du stehst im Wohnzimmer, ja, und du arbeitest dann mit Wischen und dann kommt eine Fliege vorbei, ja? Was du da alles kaputt machst, ja. Und sie das löschen? Nein! Ja, das Einzige, was da nervt, ist, dass man immer vorher Xbox sagen muss, man konnte es nicht umprogrammieren auf Computer. Ach so, das ist Star Trek, weiß ich. Computer? Oh, wie süß. Ja, das wäre super. Nee. Sams größter Wunsch. Das kannst du bei der neuen bestimmt machen. Ja. Sprachsteuerung wäre schon nicht schlecht. Ja. Da kannst du vielleicht auch analoge Eingabe, wie rückständig. Deine eigenen Sprachbefehle eingeben, sodass du dann... Dass du mit bestätigen musst, mit Nuklear. Nuklear. Ja, und dann sagst du aus Versehen das falsche Wort und dann wird automatisch das Facebook-Sharing aktiviert. Du wirst aufgezeichnet, wie du in Unterwäsche in Feinripp auf dem Sofa sitzt und auf einmal ist das auf Facebook. Ja. Und zwar geschert an alle Freunde. Ja. Nur weil du... Was heißt dann alle Freunde? An alle! Offene Gruppe, ey. Nur weil am Vorabend jemand bei dir zu Besuch war und das Codewort für Facebook Video-Sharing verändert hat. Ja, genau. Großartig. So läuft das Shortcut, ja. Ja. That's funny. That's funny. Ja, jetzt haben wir also gut, Xbox, zu viel gekichert. Ja. Ich habe gar keine Feinripp unterwischen. Ach, du bist nackt ganz. Hallo. Gut, reden wir doch mal was anderes. Du hast ja auch noch keine neue Xbox. Stimmt. Insofern. Das heißt, ich muss noch warten, bis ich mich dann präsentieren werde. Aber das, was man anhat, ist auch und im Teamspeaker oder ne, wenn man gerade in der Gruppe unterwegs ist und sich langweilt, ne, so die Unterhaltung anfängt, oh, was hast du heute so an? Ne? Da kommt der Kommentar, also ich spiele immer nackt, kommt besonders gut, ja. Dieses Kopfkino, ja, wird dir der Rest der Gruppe niemals, ja, also wenn die Leute wissen, sie werden dir niemals vergeben. Ja. Ja, dann können sie es sehen. Ach, verdammt. Ja, jo. Lassen wir das. WoW. Patch 3.5 erscheint jetzt. Das ist schon ein bisschen her. Patch 5.3 erscheint jetzt am 22. Mai. Also heute, wenn ihr das schon hört, ist es entweder schon da oder es wird noch aufgespielt, je nachdem, um welche Uhrzeit ihr es hört, wie clever. Und wir haben uns gedacht, wir erzählen euch mal kurz, was da drin ist. Nämlich zum Beispiel gibt es 4 neue Szenarien. Den blutroten Schnee, das dunkle Herz Pandarias, Geheimnisse im Flammenschlund und Schlacht auf hoher See. Da habe ich gelesen, dass das das langweiligste Szenario ist. Ist es auch. Das Problem ist nämlich, dass alle anderen drei irgendwie was mit der Story von 5.3 zu tun das haben, nicht. Aber das nicht. Aber das ist, lass uns auf ein Schiff gehen und ballern. Ja. Ja, Schiffe versenken. Es ist quasi Schiffe versenken, ja. Kann ich nachvollziehen, wenn die Leute sagen, dass es das Lameste ist, weil es ist auch tatsächlich das Lameste. Ja, also so besonders Killer sind die ja alle nicht, aber das ist so das leidige Szenario-Problem. Aber die mit dem Groß sind alle lustig. Ja, sie sind zumindest netter gemacht. Ja, auch das mit Varian Vryn ist jetzt nicht so der Oberknaller, aber es ist ganz nett für die Story hinter den Zwergen. Grundsätzlich noch nicht gleich über das Gruppensuchtool reinspringen, sondern erstmal kurz ein bisschen questen, denn die Szenarien oder 2 davon zumindest sind an, ja, es gibt ja eigentlich nur eine Questreihe, die auch nicht besonders lang ist für das Update. Und da sind die ersten beiden mit reingeknüpft, mit verknüpft. Das heißt, wenn der Patch draußen ist, müsstet ihr Post haben von Lehren Sohat Schol. Er sagt, kommt doch mal hier vorbei, ich habe da was Wichtiges mit dir zu besprechen. Und dann startet eben diese Questreihe, in dem Zuge man dann auch die ersten 2 Szenarien macht. Ja. Um sich dann nämlich das nächste große Feature freizuschalten. Das Event im Brachland. Nämlich die Brachland-Kampagne.
Im Brachland und in Dohoda, im nördlichen Brachland und in Dohoda gibt es ein Weltevent, der ist auch zeitlich begrenzt, nämlich bis Patch 5.4. Und dort helft ihr dann Vol'jin beim Aufrüsten für den Kampf gegen Garrosh. Das heißt, auf der Horde-Seite helft ihr ihm erstmal ein paar Ressourcen zu sammeln und dann geht's los, um ein bisschen Sachen zu erobern in Dohoda, was ganz nett ist. Ja, Ressourcen sammeln im Stil von der Öffnung der Tore von Anquirei, oder? Ich glaube eher nicht. Ich kann mich sogar nicht mehr dran... Nein, nicht sowas. Es sind bestimmte Quest-Items, die du von bestimmten Mobs im nördlichen Brachland erbeutest. Weil das war cool. War zwar ätzend, ich fand's cool. War zwar ätzend lang, aber cool. Es hat ungefähr 4 Monate gedauert. Ja, das war alle zusammenarbeiten. Ja, wer macht denn sowas? Die Grundidee war cool und die ersten zwei Tage. Lang, okay, die ersten zwei Tage war es cool, aber danach war es dann auch so ein bisschen. Aber es hat mir zum Beispiel geholfen, einen kompletten Horde-Rang hochzubekommen. Weil du immer Horde-Belohnung bekommen hast als Ruf. Ja. Yay. Das stimmt, ja. Horde. Ja. Und Ruf dann war damals das, noch gar nicht so einfach. Genau, und dann kam das mit den. Bannern, Tablets auf und dann gab es eh für den Arsch. Dann gab es den Server-Crash und dann ist alles abgestürzt. Ja. Bei dem Event, wie gesagt, die Horde erobert mit Vol'jin ein bisschen herum, nicht um zu viel zu verraten. Die Allianz trifft sich mit zwei Spionen vom SI7 und dann versuchen sie Vol'jin davon zu überzeugen, dass es ja total hilfreich wäre, wenn die Allianz ihnen ein bisschen helfen oder unter die Arme greift, weil die Allianzler führen natürlich Folgendes im Schild, die wollen Orgrimmar übers Wasser angreifen. Das passiert allerdings noch nicht in 5.3, sondern es ist nur so ein bisschen vorbereitend. Vielleicht passiert das auch nie, man weiß es nicht. Auf jeden Fall habt ihr dann die Möglichkeit, im nördlichen Brachland an 4 bestimmten Orten gibt es dann 4 bestimmte Ressourcen. Einmal Öl, Fleisch, Holz und Steine. Die könnt ihr von den Gegnern dort erbeuten, die ihr dort umbringt an diesen 4 bestimmten Stellen. Dann gibt es diese Karawanen, die ihr begleiten könnt, um diese Ressourcen zu sammeln. Dann gibt es Elite-Gegner, die ihr besiegen könnt. Dann wir gibt haben es die Steine dabei. ich musste gerade drüber nachdenken. Auch Gegner. Ich meine Steine, Fleisch. Ne, okay, Fleisch verstehe ich noch, aber Steine? Wieso nicht? Und Holz? Ne, Holz geht auch. Vielleicht sind es auch nur Kieselchen. Wofür? Für den Steingarten von Garrosh. Ich dachte, man arbeitet weißt du, so gegen Haken ihn. Und so. Ach so, ja, die aber sind... du bringst Korkon um. Ach so. Aber warum die Steine dabei? Für Garroshs Zen-Garten. Immerhin liegt da kein Stroh rum. Aber diese Geschichte, mit dem wir müssen zusammenarbeiten, hast du ja auch schon mit Pandaria, also überhaupt in den Quests auf Pandaria, wird er ja ab und zu mal erwähnt mit, man soll die Horde in Allianz wieder vereinen, weil ihr Deppen, wir brauchen die vereinten Kräfte, bevor es zu spät ist. Ja, das ist Furorion, der sowas erzählt. Was war die letzte Option noch? Ja, es ist aber allerdings tatsächlich weniger vereint als von beiden Seiten ein Zweckbündnis. Also gab ja diverse Leute, die mit 5.3 Angst hatten, jetzt machen sie den Krieg gleich wieder kaputt, alle arbeiten zusammen. Es ist schon sehr offenes Misstrauen noch da. Das ist schon eher so eine Zweckgemeinschaft. Ja. Was habe ich vergessen, was man noch im Brachland machen kann? Ach so, umgestürzte Wagen der Korkonnen da. Wenn man dann über die Regionsnachricht... darauf aufmerksam gemacht wird, dass ein Wagen umgeschubst wurde, dann kann man da vorbei und Ressourcen einsammeln. Ja, wie das grundsätzlich abläuft, nachdem man die, wie gesagt, tatsächlich sehr kurze Questreihe gemacht hat, ist halt, kann man sich im Brachland einfach vergnügen, wie man will. Wenn man Lust auf solche Events hat, macht man sie. Wenn nicht, dann lässt man es bleiben. Wenn was Bestimmtes ansteht, dann wird es auch immer auf der Minikarte angekündigt. Es gibt auch eine Chatnachricht, also man behält da relativ gute Übersicht. Und darüber, dass man da mitmacht und maximal auch noch eine wöchentliche Quest macht, kann man sich da halt noch so ein paar Belohnungen verdienen. Ja. Rüstungssets im Stil der alten Tier 05 ist es, glaube ich, Sets. Pet Mount, so die üblichen Geschichten. Zam sieht Farmaufwand auf sich zu. Nee, kommen. Das nicht, aber Rüstungssets im Stil von Tier 0 und Tier 05 bei den Schamanen mit den Würsten auf der Schulter. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Waren das so Holzstöcke? Ja, das waren so wie Gabeln und extrem hässlich. Ich fand das sehr schamanpassend durchaus. Besser als hier diese Totems, die sie im letzten Tier getragen haben. Die waren ja, aber T05 war halt totaler Blödsinn eigentlich, weil der Aufwand war viel zu hoch eigentlich dafür. Ich habe einen Teil davon gehabt, das war es noch nicht. Nee, die ersten zwei Teile gingen ja, aber dann wurde einfach der Aufwand so hoch, dass es einfacher war, Tier 1 einfach zu sich zu holen. Du brauchtest halt relativ viele Ressourcen und es war halt echt teuer, also zu damaligen Verhältnissen. Die waren ja auch nie wirklich gut.
Ja, das ist das Problem. Das war halt nur so zum schick aussehen oder sowas. Oder um zu zeigen, ja, ich bin hier der Pimp oder ich habe extra viel Kohle. Tja. So sah das aus. Ja. Ja, das jedenfalls im Brachland. Wie gesagt, keine täglichen Quests dieses Mal mit dem Patch. Die Aussage in den ersten Entwicklerinterviews, die es jetzt zu 5.3 gab, war auch, es soll mit 5.4 wohl in die Richtung weitergehen. Mhm. Mal gucken. Ja. Wo wir noch bei Szenarien waren, können wir natürlich auch die heroischen Szenarien erwähnen. Es gibt einen heroischen Modus für 6, der, ich habe keine Ahnung, wie viele Szenarien. Es gibt ein paar, die sind nicht ganz so langweilig, wie David gerade vermitteln möchte. Ich weiß nicht, es kommt darauf an, wie oft man das spielt. Ich war am Wochenende das erste Mal überhaupt in einem Szenario. In welchem denn? Mit... Na? Das war sehr spannend. Das hat sich voll gemerkt. Terramor war das, glaube ich. Irgendwas, was man. Egal, ja, da hast du ja das denkbar Schlechteste als erstes erwischt. Aber wir sind durchgekommen. Und es war super. Es war super. Das erste letztes Mal spielen müssen, als man noch nie durchgekommen ist. Oder dass man, als man nur ganz selten durchgekommen ist, als es nicht richtig hart war. Haben es genervt. Ja. Ich habe was abgegriffen, es hat mir gereicht. Ich habe es abgegriffen. Ja, auf jeden Fall die vier neuen Szenarien sowie ein Sturm baut sich zusammen und. Krypta der vergessenen Könige. Wird es als heroische Szenarien geben. Die Szenarien könnt ihr nicht betreten, wenn ihr nicht vorher eine Gruppe zusammengesucht habt aus 3 Spielern. Weil ihr über den Dungeon Finder zwar für die heroischen Szenarien euch in die Warteschlange einreihen könnt, allerdings nicht ohne eine vorher zusammengestellte Gruppe. Und ihr braucht das durchschnittliche Item-Level von 480, um das überhaupt machen zu können. Als Belohnung winken dann Tapferkeitspunkte und mitunter mit Glück aus einer heroischen Schatztruhe Gegenstände, wenn man wie viel Glück hat mit Item-Level 516, das ist gar nicht mal so ohne. Ja, aber natürlich das übliche Szenario-Loot-Problem, dass es komplett zufällig ist. Also, ja. Was aber die für ein Item, was für eine Verzauberung drauf, hat man halt keine Gewissheit. Tapferkeitspunkte gibt es relativ viele. Es gibt bei heroischen Szenarien auch noch die Möglichkeit, nochmal welche oben drauf zu bekommen, denn in jedem Szenario gibt es ein Bonusziel. Und wenn man das erfüllt, gibt es nochmal 30 Tapferkeitspunkte oben drauf. Das klingt total aufregend, ist in der Praxis aber sterbenslangweilig, weil die meisten Bonusziele sind einfach nur ja, so ein Speedkill vom Endboss. Was ich, bei einigen wenigen Ausnahmen, wo dann noch 3 Trash-Packs davor auch noch mit in den Timer reinzählen. Aber. Was ich ganz okay fand, war, im blutroten Schnee muss man vor, bevor man irgendwelche Boss-Mobs angreift, 3 Speer befreien. Dazu gibt es dann halt auch ein Time, ein Zeitlimit. Das finde ich eigentlich ganz nett. Und in den Geheimnissen des Flammenschlunds muss man dann halt über eine gewisse Dauer bestimmte Mengen an Gegnern besiegen oder innerhalb einer gewissen, ich glaube 7 Minuten sind das. Ja. Um das dann erfolgreich abzuschließen, das kann durchaus herausfordernd sein, weil die großen Orks ganz schön fett reinhauen. Ja. Und ansonsten. Ist nicht völlig unherausfordernd, aber hat halt so das übliche Szenario-Problem. Ist gut gedacht und hat Potenzial, aber ist in der Umsetzung irgendwie, fehlt da immer so ein bisschen was. Der letzte Schliff. Ja. Der Kick. Ist auch mitunter heroische Szenarien. Ansonsten ist natürlich das Übliche, was man kennt. Gegner haben mehr Lebenspunkte, deutlich mehr sogar, teilen stärker aus. Die Balance variiert so ein bisschen. Wir waren jetzt letztens noch in einigen, weil wir noch was nachgucken wollten, zu zweit drin auf dem Testserver. Mhm. Und einige davon waren zu zweit erstaunlich gut machbar dafür, dass sie heroisch waren. Andere wieder nicht, aber also der Schwierigkeitsgrad oder die Härte, die variierte auch ganz schön stark irgendwie. Ja. Mal gucken. Sehr interessant. So, und als letztes habe ich mir noch notiert die Kampfgilde. Da kommen ein paar Änderungen auf euch zu, nämlich einmal 2 neue Ränge, Rang 9 und Rang 10. Das heißt pro Rang 4 neue Bosse, insgesamt also 8. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit über Items, die ihr in der Spielwelt findet, beispielsweise als Drop oder in einer Kiste oder beim Angeln oder bei der Archäologie, die Möglichkeit Herausforderungskarten zu finden. Die geben euch eine Quest. Wenn ihr die annehmt, könnt ihr die in der Kampfgilde, also entweder in Bismos Boxbar oder in der Schleigarena abgeben, je nachdem zu welcher Fraktion ihr gehört. Und dann schaltet ihr einen neuen Boss frei. Der ist jetzt nicht irgendwie, der höchste hat jetzt keinen neuen Rang, Rang 11 oder so, sondern kann einen von den bisherigen Rängen haben. Beispielsweise Splat, die große Schwester von Blatt. Die hat Rang 5 beispielsweise. Das ist ganz nett. Außerdem gibt es noch ein paar neue Mechaniken, beispielsweise in der Schläger-Arena
so Totems, da könnt ihr den Kampf quasi besser zuschauen als vom Rand der Arena aus. In Bismus Boxbar ist es dann eine Konsole, die euch das erlaubt. Dann könnt ihr bei einem Händler diese Karten, wenn ihr eine Herausforderungsquest abgeschlossen habt, Herausforderungskartenquest, könnt ihr dann auch Karten für diesen Boss nochmal kaufen. Und für alle Bosse, die ihr sonst schon in der Kampfgilde besiegt habt. Ja, also man kann Kämpfe wiederholen, endlich mal. Ja. Sonst noch was? Jan Mount. Jan Mount. Es gibt jetzt, wem einfach nur die Herausforderung an sich der Kampfgilde nicht genug war, gibt es jetzt auch eine Mount-Belohnung. Ich glaube, dafür muss man tatsächlich den neuen höchsten Rang erreicht haben. Rang 10. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, man muss es dann komplett auf 5-3-Niveau durchspielen. Dann gibt es einen Mushan. Wollte ich gerade fragen, ist nicht so ein fettes, hässliches Vieh mit flacher Fresse. Aber das ist ja das Schlachtfeld vergessen auf deiner Liste. Oh, ich habe das Schlachtfeld vergessen. Ja, die Tiefenwindschlucht gibt es. Das ist das Schlachtfeld 15 gegen 15. In der Art zusammengemischt, ein bisschen Arafi-Becken, ein bisschen Kriegshymnenschlucht. Hat halt auch gewisse Ähnlichkeiten mit Auge des Sturms. Ihr könnt 3 Stützpunkte erobern. Wenn ihr das geschafft habt, einen zu erobern, sammelt ihr Punkte. Habt aber auch die Möglichkeit, in die Basis des Gegners zu rennen und ihm dort Ressourcen zu klauen, die ihr dann einmal quer über die Karte ziehen müsst in eure eigene Basis, damit sie euch gut geschrieben werden. Die im Gegner werden diese Punkte dann natürlich auch abgezogen. Ist ganz nett, aber jetzt nicht ganz besonders spannend. Und dann gibt es die neue Arena, den Tigergipfel, die so ein paar Statuen hat und Zäune, hinter denen man sich so diese Line of Sight ausnutzen kann. Ja, für die 5 Leute, die noch Arena-PvP spielen in WoW, gibt es eine neue Arena. Ja. Ja, Tiefenwindschlucht auf dem Tester war sehr lustig, weil irgendwie nur die Allianz kapiert hat, wie das mit diesen Loren funktioniert. Ja. Also nicht, dass mich das wundert bei der Horde, aber... Und Fötzer! Unglaublich. Und damit auf dem Testserver tatsächlich, also nicht, dass ich da jetzt furchtbar viele Spiele gemacht hätte, aber tatsächlich jedes Mal die Allianz gewonnen hat, was ich vom Live-Server her nicht kenne, dass die Allianz in Schlachtfeldern gewinnt. Mal gucken, wie das auf dem Live-Server wird. Doch, in alter Rackfeldie schon. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch vorbei. Ja, ansonsten diverse kleinere Interface- und Balance-Änderungen noch, auf die wird es, glaube ich, nicht weiter groß eingehen. Auch die schon viel diskutierten PvP-Änderungen. Ja. Aber wahrscheinlich die Änderung, auf die sich die meisten freuen, ist, man kann sich jetzt im Raid Finder aussuchen, für welche Spezialisierung der eigenen Klasse man Loot haben will. Nicht nur da. Auch wenn man eine ganz andere spielt, auch für Quests. Auch für Quests und für Szenarien. Heroische Szenarien. Ja. In heroischen Szenarien hat man darüber Einfluss auf die Beute? Naja, das, was aber du eventuell kriegen kannst, kann dann das sind für doch deine andere Beute. Nur gut komplett sein. Zufällig. Man schaltet halt einfach um, für welche Beutespezialisierung man sein Boot sammeln möchte, auch wenn man diese Spezialisierung gerade nicht nutzt. Ja. Finde ich gut. Das ist echt ziemlich cool, ja. Hybridklasse kann ich von profitieren. Was ja fast alle sind, oder? Also von den 11 Klassen, die es gibt, sind 7. Ja. Ne? Die meine Schurke, Hexenmeister, Maya, Jäger, ja. Genau, ne? Der Rest ist alles zumindest 2. Ne? Wenn nicht sogar 3 oder 4. Nee, ja, 4, stimmt, Druide. Aha. Wobei, ich glaube, der Unterschied zwischen Wächter und Wildheit ist von der Ausrüstung her eher marginal, oder? Ja, schon ein bisschen. Ausweichen, ne? Ja, schon, ja. Für den Wächter, ne? Gibt's unterschiedliche Tiersets? Also gibt's 4 Tiersets? Ja, klar. Ja, okay, da. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Beim Tierset sowieso. Die Set-Boni machen ja dann keinen Sinn. Die sind ja schon speziell drauf zugeschnitten. Die Ausrüstung ist schon größtenteils austauschbar, aber man hat natürlich schon andere Schwerpunkte, wenn man es jetzt wirklich richtig gut ausbauen will. Was sonst noch gibt für alle Leute, die mit dem Pet-Farm durch sind, die sind ab Patch 5.3 nicht mehr damit fertig, denn es gibt neue Pets, unter anderem natürlich auch vor allem für den Haustierkampf. Mit Nordend kann man eine Baby-Walküre sich einfangen, wenn man das lustig findet. Oder... Ja, so ein kleines, fettes mit Flügelchen. Wie so eine Putte, ein bisschen schlanker. Also eine kleine Walküre halt. Aha. Walküre. Und in einigen Burning Crusade Raid-Instanzen. Ich habe gehört, in Karazhan muss man hinter das Schachiwind. Ja. Aber da kommt ja nicht mehr viel, oder? 2 Bosse? Ein Boss? Was, hinter dem Schach-Event war doch nur noch der komische Prinz, oder nicht? Echt? Stimmt. Da war nur der Prinz. Ich war da schon ewig nicht mehr drin. Ich auch nicht.
Schlangenschrein, glaube ich, auch. Und Festung der Schlange. Festung der Schlange. Ja. Pets. Wo ja sowieso die halbe Welt immer noch jede Woche einmal reinrennt, um das Alarmhorn zu kriegen. Mhm. Aber. Das ist heutzutage auch nichts Besonderes mehr. Ja, hast du sonst noch was zu Patch 5.3 hinzuzufügen? Nee, aber du kannst ja, wie findest du ihn denn? Ja. Also das beschreibt es dann eigentlich ganz gut, oder? Also ich find's immer ganz gut, wenn die Geschichte so weitergeht. Das ist irgendwie, mir gefällt das in Pandaria bisher weitaus besser als in Cataclysm, wo jetzt beispielsweise diese Fryl-Ego-Story eingeführt wurde, wo er am Ende geheiratet hat und so ein Spaß, also wo er seinen Selbstfindungstrip hatte, das hatte halt irgendwie nichts Halbes. Hatte wieder Hand und Fuß oder so. Hand noch Fuß? Ja, es muss irgendwie vorwärts gehen und irgendwie muss auch mal eine richtige Schlacht entstehen. Ich finde diese Integration von der Geschichte beispielsweise in dieses Sammeln der Ressourcen oder halt auch jetzt in 5.2 mit der Freischaltung der Insel durch die verschiedenen Szenarien, die man durchspielt und solchen Kram wesentlich interessanter und spannender als halt einfach irgendwie so eine Pseudo-Story drauf zu klatschen. Deswegen bin ich mit dem Patch ganz zufrieden, weil ich immer drauf stehe, dass die Geschichte von World of Warcraft weitererzählen wird. Ja, wobei ich da 5.1 tatsächlich ein bisschen besser fand, weil da war halt mehr Geschichte. Also nicht, dass ich jetzt die Tagesquests unbedingt haben muss, aber die Zwischenquests, die Storyquests, ja, die waren halt gut. 5.3 fängt man halt an, wenn der Patch da ist und 20 Minuten später hat man eigentlich auch schon alle Storyquests gemacht, die in dem ganzen Patch so drin sind. Ja. Und dann sitzt man halt im Brachland und macht's, wenn man Lust drauf hat, oder lässt es bleiben, wenn man keinen Bock drauf hat. Was ich allerdings wieder ganz gut finde, ist die Abkehr so ein bisschen von dem Tagesquest-Wahnsinn. Da gab es jetzt mit der Erweiterung, glaube ich, mehr als genug. Und das Brachland ist jetzt noch so ein bisschen, ich würde mir wünschen, da wären ein paar mehr Events, die auftauchen. Aber wenn es so in die Richtung weitergeht und das dann noch ausgebaut wird, könnte es, glaube ich, eine ganz gute Alternative sein. Schauen wir mal, was mit 5.4 kommt, neben Raid. Ansonsten ist es für so einen Zwischenpatch, glaube ich, schon okay. Wie gesagt, von der Story-Seite her war mir 5.1 ein bisschen lieber, aber ansonsten ist da, glaube ich, schon für so ziemlich alle Spielertypen was dabei. Wie viele neue Szenarien kamen in 5.1.3, oder? Mit Dolch im Dunkeln, das im Süden da? Naja, das Varian-Szenario. Und Geduld, das Ungefliege bei den Klaxi. Zahnbess, ja. Was ich auch irgendwie relativ sinnbefreit fand, weil es halt auch nichts Storymäßiges Spannendes hat. Müssten 3 gewesen sein. Ja, ist in Ordnung. Was wir natürlich noch vergessen haben, ist die Item-Aufwertung ist wieder da. Ach so, ja. Nicht für PvP-Items, zumindest nicht für die aktuellen, weil da soll das nicht mehr gehen. Die alten kann man noch, aber weiß ich nicht, auf wen das überhaupt zutrifft. Und für PvE-Gegenstände ist es vergünstigt. Ja. Im Vergleich zu Patch 5.1. Was auch noch ganz spannend ist, Ghostcrawler hat in einem der Interviews, die es jetzt schon zu 5.3 gibt, angedeutet, dass es möglicherweise mit Patch 5.4 gar keine neuen Items für Tapferkeitspunkte gibt, sondern Tapferkeitspunkte dann einfach für die Aufwertung da sind. Und wer Gegenstände haben will, der muss halt raiden. Oha. Wer einen ganz spannender Ansatz, weil das ja quasi mehr oder weniger diese ganzen Markenhändler, das Markenhändler-Konzept, wovon WoW auch durchaus eine ganze Zeit gelebt hat, im Endgame jetzt in Frage stellt oder abschafft. Mal gucken. Dann schaffen sie vielleicht damit auch die Gerechtigkeitspunkte ab. Ja, mit denen weiß ja sowieso keiner, was die eigentlich sollen. Nee. Ich freue mich schon, wir haben ja auch noch ein Entwickler-Interview diese Woche, müssen wir mal fragen, ob die Entwickler eigentlich wissen, was man mit den Punkten machen soll. Nee, die muss ja. What do you do with your justice points? Mal schauen, was seine Antwort ist. So. Wir haben noch ein paar Fragen. Soll ich mal vorlesen? Ja, mach doch mal. Vom Darkrai, die Kira. Es wurde vor längerer Zeit mal seitens Blizzard gesagt, dass man gerne Illidan wieder zurückbringen würde. Ich war nun vor kurzem mal wieder im Schwarzen Tempel und vor Illidans aufgebrochener Kellerwand sind Holzbretter. Könnte das eventuell ein Hinweis auf Patch 5.5 sein? Oder glaubt ihr, dass das mit dem brennenden Legion-Add-on als neue Heldenklasse Dämonenjäger eingeführt wird und Illidan wie Arthas als Lehrmeister herhalten muss? Tja, ich glaube. Das wurde mal im Rahmen der letzten BlizzCon gesagt, wo in diesem Story-Panel. Ja, man muss bei dem Illidan, muss man auch sagen, das ist nicht wirklich so eine allgemeine Blizzard-Aussage, das war nur Chris Metzen, der mal gesagt hat, er findet
so Redemption Stories, was da ein, schönes deutsches Wort für. Mir fällt jetzt. So Wiederkehr, sich selbst ins richtige Licht gedingst. Wie der Phönix aus der Asche. Egal. Er findet solche Stories halt toll und Illidan wäre ja im Warcraft-Universum so ein Charakter, der sowas vielleicht verdient hätte. Ja, genau, weil der ist ja nicht wirklich von Anfang an böse, sondern der ist so ein bisschen zum Bösen hin abgekehrt worden, so ähnlich wie, was ich, der Garrosh oder so. Oder? Na, der ist ja böse. Also, ja. Der wurde nur falsch erzogen. Oder sein Vater. So passiert das zum Beispiel. So wie Grom, genau. Grom, genau. Da trifft es doch zu. Ja, trifft zu. Ne? Also. Nun muss man allerdings auch sagen, dass man aus anderen Blizzard-Erzählungen weiß, dass wenn Herr Chris Metzen sowas macht, das nicht immer unbedingt gut wird. Insofern würde ich auch hoffen, dass Illidan in Ruhe gelassen wird. Der ist, glaube ich, gut aufgehoben da, wo er ist. Aber mal schauen. Sollte die nächste Erweiterung tatsächlich mit der brennenden Legion zu tun haben, würde ich aber fast befürchten, dass Illidan da irgendwie was mit damit zu tun hat. Ja. Und dann ist ja auch die Klasse Dämonenjäger vielleicht gar nicht verkehrt. Wie heißt das dann? Burning Crusade 2? Nee, man vermutet ja weithin, oder wenn man Richtung brennende Legion vermutet, dann denkt man daran, dass man nach Argus zieht. Das heißt, du warst dann irgendwie Siege of Argus oder sowas. Burning Crusade, jetzt erst recht. Ja, Chancen für Dämonenjäger allerdings in WoW stehen extrem schlecht, weil da sind kaum noch Fähigkeiten übrig. Weil so ziemlich alles, was Dämonenjäger in Warcraft 3 hatten, ist bei Hexenmeistern gelandet inzwischen. Ja, das stimmt. Da gibt es wenig Spielraum, um noch Dämonenjäger als eigenständige Klasse wirklich bringen zu können, glaube ich. Da hatte Tirima auch eine Frage, die irgendwie in eine ähnliche Richtung geht, wo du gerade sagst, dass ja alle Fähigkeiten schon aufgebraucht sind. Spezialisierung. Nämlich über die mögliche Einführung einer vierten Spezialisierung wird in den offiziellen Foren diskutiert. Der Stein, welcher dieses angestoßen hat, war eine Meldung eines amerikanischen GMs an einen Spieler. Auch wenn es sich dabei nur um ein Gerücht handeln sollte, was würdet ihr von einer vierten Spezialisierung für jede Klasse halten? Also ich vermute, dabei wird es sich nur um ein Gerücht handeln, weil... Das ist ja ein Albtraum, das einzufügen. Also obwohl, ich hätte schon immer gern einen Tank-Spec für meinen Magier. Ne? Also fände ich klasse. Ja. Mit dem du dann noch Platte tragen kannst. Ja, natürlich. Ne? Die tanken so schon genug oder haben früher auch schon oft genug getankt. Die brauchen nicht auch noch. Das waren die Hexer, die Ja, die Magier auch. Oder so eine Heiler-Spec für den Schurken. Ne? Wäre doch interessant. Ne? Und für einen Krieger. Ja? Ich glaube, ich habe da mal in diesen Thread reingeschaut, den Tirima da verlinkt hatte. Der ist leider geschlossen. Deswegen kann ich da nicht mehr gucken, was da ursprünglich zu sehen war. Ich halte das allerdings ein bisschen für unwahrscheinlich, weil sich ja die Entwickler sehr dagegen sträuben, allen Klassen alles zu ermöglichen. Ja, da wäre auch. Also das will, glaube ich, erstens niemand entwickeln. Noch mehr Fähigkeiten, noch mehr Balance, noch mehr Talente für alle Klassen, damit alle irgendwie jede Rolle ausfüllen. Und mit jedem Update hast du das ja dann immer potenziert und so weiter. Ne? Ja, also, nee. Ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich das aufbürden wollen würden, für 11 Klassen durch Balance, ja, durch einen Ausbalancieren Vorgang von mindestens einem Jahr oder sowas zu gehen. Der Druide hat ja schon 4, ne? Also von daher gesehen sind es bloß noch 10 Klassen, wo sie eins dazufügen müssten. Ja, aber es ist und dann kommen die Druiden sagen an und denken sich, ja, und wir? Ja, ihr habt schon 4. Verdammt. Ja, dann der 5. bitte. Es gibt, glaube ich, auch gerade für reine Schadensklassen in MMOs schon durchaus eine Daseinsberechtigung. Es gibt halt auch Spieler, die wollen gar nicht erst auch unter den Druck einer Gruppe irgendwie kommen. Hier, du kannst doch auch ticken, hilf doch mal aus, wer partout keine Lust auf Ticken hat oder so. Also da die Nische sollte, glaube ich, tatsächlich schon bleiben. Zam hat Schammer die Hand gehoben. Ja. Ich laufe lieber mit und hau drauf. Er dachte, es sieht keiner, weil es ein Podcast ist. Aber wir lassen ihn. Weißt du, dass früher in Classic Schamanen Talente zum Tanken hatten? Ja, gab's. Und es ging sogar erstaunlich gut mit dem Schaman. Konnte man tanken, so bis so Level 40 sowas, auch noch in Innis. Ja. Ich habe auch mal hier Ragnaros getankt gesehen vom Schaman. Was, wirklich? Ja. Ja, da war gute Heile dabei gehabt. Ja, das hält dann im Mars, glaube ich, nicht lange aus. Die ja. Kette ist nicht praktisch bei Ragnaros. Egal, ob du da Feuerresi hast oder nicht. Du sprichst aus Erfahrung. Ja. Scheinbar. Ein bisschen.
Auf jeden Fall. Ja, außerdem, wie schon erwähnt, die einzige Klasse, die es verdient hat überhaupt, hat ja schon 4. Maul. Also insofern. Genau. Sollen die anderen mal auf den billigen Plätzen sitzen. Was bist du für ein fucking elitärer Bärenkatzen? Apropos elitär, ich komme hier nicht drüber weg. Leute, WC3 ist Wing Commander 3 und nicht Warcraft 3. Nein, danke. WC3 ist Warcraft 3. Dann ist Wing Commander 3. Wie kürzt du denn dann Warcraft 3 ab? Gar nicht, oder? Ja. Warcraft 3. Wie kannst du den Warcraft 3? Klo 3 ist leider schon vergeben, ne? Deswegen. Es ist und bleibt Wing Commander 3. Ja. Aus Ende. Ja, da die Kira hatte nämlich noch gefragt, welche Klassen wir denn noch so erwarten würden, weil es fällt einem ja ein Dämonenjäger ein. Ich glaube, im Warcraft-Universum gab es auch, was war das, der Bergkönig? Hm. Und der... Ich finde Bergkönig als Klassenbeschreibung ist ziemlich bescheiden. Ja, wirklich. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Also ich würde unter einem Bergkönig sowieso sowas wie ein Paladin erwarten. Ja, ich weiß auch gerade nicht mehr, was die für Fähigkeiten haben, aber ich würde vermuten, selbst auch von den Klassen ist schon viel verwurstet. Also ich weiß auch wirklich nicht, ob WoW noch eine Klasse braucht. Da ist auch, glaube ich, extrem schwer, noch eine Nische zu finden. Das Einzige, was vielleicht nur rubig wäre, wäre tatsächlich ein Tank, der auf Entfernung tankt. Ein Caster-Tank. Ja, ein Caster-Tank. Also so ein echter Caster-Tank. Aber das ist wieder schwierig, weil dann hast du vielleicht dann Herausforderungen, wo du dann speziell einen Entfernungstank brauchst. Ja, und dann bist du wieder gefickt, wenn du den nicht hast und so weiter. Ne? Also... Da tut man sich keinen Gefallen, wenn man sowas einfühlt. Ich weiß auch nicht, ob das so eine Nische ist, die so wirklich furchtbar spannend ist, dass man die unbedingt braucht, dafür, dass es halt insgesamt wieder Balance-Albträume sicherlich ein bisschen mit sich bringt und weiß ich nicht. Also den Marken für die Klassensets würde es ganz gut tun, noch eine weitere Klasse zu haben. Damit es endlich ausgeglichen ist. Ist das mal ausgeglichen. Aber insgesamt, also weiß ich nicht, also mir fehlt auch keine Klasse mehr in dem Spiel. Weiß ich nicht, ist, glaube ich, eigentlich für jeden was dabei. Außer er mag das Kampfsystem grundsätzlich nicht von WoW, aber dann hilft auch keine weitere Klasse, weil die wird sich grundsätzlich auch nicht anders spielen. Ja, so ein Mech oder so? Panzer vielleicht. Man macht den Ingenieur. Zu den Panzern kommen wir später. Man macht den Ingenieur zu einer Klasse und der steuert dann halt irgendwelche lustigen Fahrzeuge. Das wäre cool, ja. Der eine fährt einen Panzer, der andere hat dann so einen Mech. Ne? Ja? Ja? Könnte schon gehen, der dritte einen Helikopter. Ja. Ne? Aber hatten die Helden gelassen nicht eh dieses Prinzip, ein bisschen imbar zu sein, ein bisschen über zu sein? Also es müsste schon irgendwas sein, was es gibt ja bisher nur eine Heldenklasse und ja, die war imbar. Das ist doch immer noch. Es hat also so 2 bis 3 Jahre gedauert, bis der Todesritter mal... Der Gammelritter ist doch jetzt ganz normal. Auf ein entsprechendes Maß angepasst wurde und der schwimmt gerade mit der Strömung. Also er ist jetzt nicht sonderlich stark und auch nicht sonderlich schwach. Er war abgesehen halt schon, von der absurden Selbstheilung. Abgesehen von der absurden Selbstheilung. Die ist Todesrittern erlaubt, alles solo zu spielen, was sie solo spielen wollen. Ja, so ist das. Selbst Raid-Instanzen und Herausforderungsmodus, Dungeons und hast du nicht gesehen. Also 11 Klassen ist ja auch schon ein ganz schöner Batzen. Also ich weiß nicht. Also... Ich glaube auch tatsächlich nicht an neue Klassen. Neue Völker sicherlich mit Erweiterungen. Ja. Wobei auch da, glaube ich, bald schon ein Stand erreicht ist, wo man nicht unbedingt noch mehr braucht. Ja, Nager bei der Horde und die Fischfressen bei der Allianz. Was, ein Murloc? Murlocs, kriegt die Horde, danke. Und Kobolde. Ich will Kobolde. Diese anderen Fischfressen, die da eh schon bei der Allianz mitlaufen, wie heißen die denn? Was, Jinju? Ja. Nee. Das sind Modelle von Nachtelfen. Ja, und? Genau. Auf den Fischkopf draufgesetzt. Der Allianz braucht ja irgendwas, wenn wir schon die Nagastorm bekommen. Dann ja, wir kriegen Murlocs. Nee, ich bin Nein. Murlocs und Kobolde. Ich finde Kobolde viel cooler als die guten Nagas. Ja? Oder hier diese kleinen Wichtel, die dich immer beschmeißen. Zusammen spielt dann ein Wichtel. Dann spiele ich Allianz, super. Wenn die Allianz Murlocs bekommen. Geil. Oder noch cooler, wenn so Ogre, die mit den 2 Köpfen. Ein Doppelkopf-Ogre. Ja. Ja. Einer, der heilt, einer, der Damage macht. Ja, großartig. Da kannst du beide Spezialisierungen gleichzeitig. Das ist dann die Heldenklasse Ogre. Das wäre eigentlich ein bisschen super. Die können dann beides tanken und heilen. Ja. Ja. Oh Gott. Für Ogre müssten sie sich aber immer noch einfallen lassen, wie die eigentlich weiblich aussehen. Das stimmt. Wollen sie keinem Zeichner zutrauen. Das geht in so eine Diablo-Richtung, Diablo-Style-Richtung.
Ich will es auch nicht sehen. Nee, es sieht dann vielleicht so ähnlich aus wie die, wie hieß diese Instanz mit der Elfenprinzessin am Schluss? Ne? Die unter leichten Blähungen litt. Marauden. Marauden, genau. Sehr elegant und ja. Grazil. Ja, genau. Ich fand ihre Schuhe immer sehr schön. Ja. Du hast doch die Schuhe einer Frau. Ja, die ist halt, groß. Weißt du, und dann siehst du halt, oh, die läuft auf so hier asiatischen Holzschüchen rum. Ja. Was cool ist. Aha. Ja, denk mal drüber nach. Ja. Du müsst den Leuten viel häufiger auf die Schuhe gucken. Gucke ich jedem Boss auf die Schuhe. Super. Und kritisiere das dann. Bei einigen Bossen bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, ne? Weil höher kann man nicht gucken. Bei anderen wie Ragnaros kannst du nicht auf die Schuhe gucken. Ja, ja wir auch, ne? Oder Alakir. Na doch, im heroischen Modus in geht's, Firelands. Stimmt. Hat er da Schuhe? Hat er Beine. Ja. Nee, aber deine Füße. Schuhe glaube ich nicht, aber du konntest ihm auf die Füße gucken. Vielleicht mal die Zehen legen, ich weiß es. Auf die Füße spucken. Ja. Was ich mir auch tatsächlich gut vorstellen kann, ist, dass es mit der nächsten Erweiterung damit erstmal erschlagen wird, dass dann tatsächlich mal die überarbeiteten Modelle kommen und damit die Leute erstmal wieder genug Neues zu gucken haben. Hm. Aber mal schauen. Neue Modelle. Ein Grafik-Engine-Push. Oh ja. Es wird Zeit. Ja. Es wird auch Zeit, dass wir das Thema wechseln, finde ja, ich. Ja, stimmt. Es ist auch jetzt zur Erschöpfung behandelt. Das Thema Addons, was da Examo noch hatte, da könnte man eigentlich mal wieder was draus machen, oder? Mit Addon-Tipps. Ja, wir haben ja immer Addon-Tipps. Ja, alle zwei Wochen. Ja, natürlich. Einfach mal auf die Seite schauen. Ja. Jeden zweiten Sonntag. Mhm. Diese Woche Sonntag zum Beispiel gibt es wieder einen. Ja, damit wäre dann die Frage auch erledigt. Ja. Aber man kann ja mal vielleicht auch wieder einen Blog machen mit den Addons, die man verwendet. Theoretisch. Was war denn das für eine Frage? Ich sehe er möchte wissen, mit was für Addons wir spielen, was unverzichtbar ist, weil er wieder angefangen hat, nach Burning Crusades, nach Ewigkeiten mal einen Mob zu spielen. Ach so, unverzichtbar ist gar nichts. Unverzichtbar ist ja immer extrem alles. Subjektiv. Also ich kann nicht auf ein Inventar-Addon verzichten, weil ich das Standard-Inventar mit diesen separaten Beuteln furchtbar finde und ich nicht weiß, warum Blizzard da nicht auch schon was Eigenes gebaut hat. Wobei wir wieder beim Literal MMO wären. Warum trage ich eigentlich 5 Taschen mit mir rum? Da würde dann aber auch weniger reinpassen. Ja, da würde ich jetzt Arc Inventory empfehlen, aber macht man doch immer so, wenn du jetzt wandern gehst, ne? Warum einen großen Rucksack, wenn du 5 kleine mitnehmen kannst? Ansonsten so viel mehr Pflicht-Addons oder Addons, die ich jetzt als Pflicht ansehen würde, würden mir jetzt auch nicht einfallen. Also ja doch, ein Blast-Profiler. Vieles natürlich. Ja. Selbstverständlich. Das ist ja kein Addon mehr, das gehört ja zur Standardausstattung. Ja, das stimmt. Muss jeder haben, finde ich. Und anmachen. Ja. Und hochladen. Ja. Ansonsten könnte ich schon auf so ziemlich alles verzichten noch. Ich würde nicht auf Opai verzichten. Ich finde Buff-Buddies ganz interessant. Es gibt immer noch Leute, die ich treffe unterwegs. Weil du siehst ja dann unsere Community-Mitglieder. Dann blinkt das mitten im Bildschirm auf. Nein, ich habe schon kleiner gebaut, das ist nicht mehr so. Es ist nur noch ein Icon am Tooltip oder im Chat, wie man halt gerade Bock drauf hat. Aber ja, dass man sieht halt, ob andere Buff-User gerade unterwegs sind. Funktioniert sogar in Battlegrounds. Hey. Yeah. Ja. Und hast du jemanden schon ordentlich vermöbelt? Der letzte, den ich gesehen habe, war mein Bruder. Ich weiß nicht, ob das... Ja. Bei Addons können wir mal die Addon-Übersicht verlinken, die wir da so haben. Mhm. Da ist alles Interessante, hauptsächlich Interessante drauf. Jo. Da können wir jetzt mit World of Tanks auch wieder machen. Oh, großartig. Nachdem ich das jetzt vor über einer Minute schon angeteasert habe. Tja, das kommt jetzt Alex Zettel zum Zug. Ja, da steht der Patch 8.6 sozusagen in der Pipeline. Wann er genau kommt, haben sie noch nicht gesagt, aber wird wohl noch ein bisschen dauern. Der bringt ganz viele tolle neue Sachen, nämlich hauptsächlich Artillerie. Für alle, die schon Artillerie haben, kommt Artillerie dazu. Yay! Hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das ist sehr ausgiebig. Dass die höchststufige Artillerie einfach auf Tier 10 verschoben wird und die jetzt bei Tier 7 und Tier 8 ist, wird dann zu Tier 9 und Tier 10. Und hinten, also unten, werden dann in den unteren Leveln neue Fahrzeuge eingeschoben. Und damit hat man dann nicht mehr dieses alte Problem, was ja viele Leute komischerweise halt einfach nicht verstehen, dass sie mit ihrem Tier 5 auf einmal in einer Tier 9 Schlacht sind und dann wenig Schaden machen. Ja, und dann gibt es das halt nicht mehr. Egal.
spielen wir halt keine Artillerie. Genau, ne? Keine Artillerie spielen, dann passiert das nicht. Bei Scout passiert das ja nach wie vor noch, von daher gesehen, also wenn das der einzige Grund ist, mehr Artillerie einzubauen ins Spiel, habe ich es nicht ganz verstanden, für was das gut sein soll. Ne? Ich fürchte nur, es wird dazu führen, dass wieder mehr Leute Artillerie spielen, was man wirklich nicht braucht, ja, weil gerade in den Tier 9 und Tier 10 Schlachten hat man dann teilweise 5 Artillerie pro Seite und das ist die Hölle. Da kann kein Mensch mehr vernünftig spielen. Ja, also ganz ekelhaft. Ich nenne das mal slightly overkill. Genau. Und was bringt Patch 8.6 noch? Eine neue Karte haben sie angekündigt. Und zwar, die soll im Hintergrund Korea spielen. Also wir hatten bislang so asiatisch angehauchte Karten. Einmal den Drachenkamm und einmal, also das war mit so Reisfeldern und so Terrassen. Mhm. Und dann den Perlenfluss, was ganz nett aussieht. Und es kommt eben noch eine koreanische Karte. Keine Ahnung, was da vorherrschendes Element sein wird. Naja. Man könnte jetzt ein bisschen unken und sagen, wie heißt das? Zeigen bestimmt einen Ausschnitt aus der entwaffneten Zone zwischen Nordkorea und Südkorea. Ja, das ist ein bisschen spätgeschichtlich, ne? Also, das stimmt allerdings. WOTS spielt ein bisschen früher, also nicht viel früher, aber ein bisschen. Ach, da gibt's Geschichten. Naja, nicht wirklich, aber ne, also es werden schon so Schlachtfelder gesucht, die ne, so zumindest thematisch in die Zeit passen. Ja, also du fährst da nicht durch, keine Ahnung, irgendeine Stadt, die wie sie vor 2 Jahren aussah, sondern so, wie sie halt vor 60 Jahren aussah. Oder 70 oder 80, keine Ahnung. Ja, soll ich mal die Fragen vorlesen? Oh ja, das wäre toll. Du hast doch mal so Spaß daran. Ja, von Koradal sind alle Fragen heute, der Hammer. Ja, aber der hat dafür, war fleißig, ne? Ja, auf jeden Fall. Und will halt viele Tipps haben und Tipps sind immer gut auch für die anderen Leute, die zuhören. Ja. Und zwar, er hat sich vor circa einer Woche den Löwen zugelegt, war ja im Angebot und komme damit auch meistens ganz gut klar. Habt ihr ein paar Tipps, was man machen kann, wenn man auf Karten mit wenig Deckung ins Spiel mit viel Artillerie geschmissen wird? Malinowka, ja. Fragt er, ja. Ja, das hatte ich ja gerade angesprochen, dieses Problem, dass in den hochtierigen Schlachten, also 8, 9, 10, dass es teilweise wirklich 5 Artillerie pro Seite dasteht und dann das dann noch auf einer Karte, wo es keine Deckung gibt, also wo es keine Stadt gibt, kein Dorf, keine Häuser, keine großen Felsen, da bist du halt echt gearscht. Ja, also es ist, man hat es nicht leicht, ja, sozusagen. Mit dem Löwen hast du noch das Glück sozusagen, dass der ein sehr präzises Geschütz hat. Und ja, da kannst du andere scouten lassen und selbst snipern und wirklich weit hinten bleiben und so noch relativ viel reißen. Artillerie großartig ausweichen oder so in Bewegung bleiben, dass du nicht getroffen wirst, ist mit dem Löwen jetzt nicht so einfach, weil es gibt, ja, er gehört jetzt nicht zu den Fahrzeugen, die besonders schnell sind oder beweglich oder sonst was. Tja, aber du bist immerhin besser dran als ein Panzerjäger, der sofort platt ist. Ja, du hältst wenigstens die ersten 2 Schüsse von der Artillerie aus. Ja, aber naja, schön ist was anderes. Da gibt es, glaube ich, auch sonst keinen Tipp. Ne? Also, wenn du gespottet wirst dann und die Artillerie meint, du bist ihr Prime-Target, dann bist du halt schnell platt. Da kann man nichts machen. Ne? Oh. Außerdem spielt er sehr gern den ELC AMX voll ausgebaut. Wenn man als Low-Tier in ein Spiel kommt, ist klar, dass man als Scout fungieren sollte. Aber ich weiß nie so recht, was ich scouten soll, wenn es in einem Spiel keine Artillerie gibt. Andere Panzer? Oh, also der ELC AMX als Low-Tier, der kommt ja höchstens in Tier 9 Schlachten. Ich fahre das Fahrzeug ja auch. Ja? Das heißt, du hast einen Gegner von Tier 7 bis Tier 9. Und der ELC AMX mit der vollen Kanone hat eine Durchschlagskraft von 170 mm. Und also mir ist jetzt kein Tier 9 bekannt, den du nicht die Panzerung durchschießen könntest. Ja. Teilweise musst du natürlich dafür ins Heck schießen. Ja. Aber nachdem das Fahrzeug ja so super schnell ist und... aber um deine Frage zu beantworten. wenn du als Scout fungierst... Ein Scout ist ja nicht nur für die Artillerie da, sondern du scoutest ja auch für die anderen Fahrzeuge. Ja? Der ELC AMX hat eine ausgesprochen gute Tarnung, was so einem flachen Profil, ja, also sieht ja fast aus wie eine Kakerlake. Ja, wirklich, ja, der ist wirklich so ultra flach. Du denkst, wenn da einer draufsteigt, dann flitzt er einfach weiter. Ja? Passiert allerdings relativ selten, wenn er was abkriegt, ist er am meisten Schrott. Aber... wenn du damit wirklich als Scout spielen willst, kannst, ist es eigentlich kein großes Problem. Du kannst für deine Mannschaft spotten,
dann solltest du tunlichst nicht schießen, weil wenn du schießt, wirst du entdeckt. Wenn du entdeckt wirst, bist du tot. Also einfach nur in den nächsten Busch fahren, nichts machen, einfach nur gucken. Ja? Deine Gegner fangen dann das Schießen an. Also wenn du den Gegner aufgedeckt hast, deine Mitspieler fangen dann das Schießen an, nehmen den unter Beschuss, knallen den ab und dann, wenn der weg ist, fährst du wieder ein Stück vor in den nächsten Busch, wartest wieder, siehst Gegner. Kriegt man auch viel Erfahrung. Man muss nicht selbst schießen. Ja. Das ist also eine schöne Möglichkeit und ja. Also einfach nur mal weiter scouten, nicht nur Artillerie. Genau, und dann muss man halt dann warten, bis die Gegneranzahl sich stark reduziert hat und dann hat man wirklich die Möglichkeit mit diesem Gerät, dass man den Gegner ausmanövriert, dran vorbeifährt, die Reihe durchbricht, ja, also der Gegner, und dann kann man einem Gegner mal so einen Schuss ins Heck ballern, dann fährt man wieder weiter. Was auch schön geht, ist bei einzelnen Gegnern, die sich nicht gescheit drehen können, also ich sag mal, was gehört da dazu, der T-34, schwerer Panzer, ne, der dreht so langsam, selbst mit Turmdrehung, und wenn er die Wanne mitdreht, erwischt er dich nie, den kannst du zirkeln, wie du willst. Oder die ganzen Panzerjäger ab Tier 8, ja, die sind ein gefundenes Fressen für den ILC-AMX, die macht er wirklich solo fertig und die können ihnen nicht mehr was tun. Ne, geht natürlich erst, wenn keine Gegnergrüppchen mehr da sind, sondern einzelne Gegner, die kannst du damit locker fertig machen. Ja, nächste Frage. Ab welchem Tier lohnt sich das Equipment? Lohnt es sich, in Equipment zu investieren? Ich habe mehrere Panzer auf Tier 4 bis 6 und habe eigentlich meine ganzen Credits immer für den Kauf einer neuen Entwicklungsstufe gebraucht. Welches Equipment lohnt sich am meisten für Panzerjäger und Scouts? Also erstens, Equipment lohnt sich immer. Ne? Es gibt natürlich viel Equipment, das sehr, sehr teuer ist und das permanent verbaut wird. Das heißt, wenn man es wieder rauslösen will, dann muss man dafür 10 Gold ausgeben. 10 Gold sind aber umgerechnet sozusagen bloß 4000 Credits. Ne? Ist also nicht so wild. Das kann man beim Equipment, das 500.000 Credits kostet, durchaus mal ausgeben. Ja, also so teuer sind auch die 10 Gold nicht. Ja? Das sind dann irgendwie was 10 Cent oder so. Ja, scheiß drauf. Von daher gesehen, Equipment, grundsätzlich würde ich das ab Tier 3, Tier 4 oder so einbauen. Credits sind auch nicht das Problem, man kann das ja wieder erspielen. Und welches Equipment lohnt sich am meisten für Panzerjäger und Scouts? Also fangen wir mit Panzerjägern an. Da gibt es ja erst einmal die Panzerjäger, die Lauerjäger sind. Das sind die ganzen Panzerjäger bis Tier 4 einschließlich. Da hast du grundsätzlich immer Tarnnetz, weil die gut getarnt sind. Es gibt auch später einen höhertierigen Panzerjäger, die noch gut getarnt sind. Dazu gehören die ganzen Russen, die Franzosen, die Deutschen nicht. Bei den Amis sind es die ohne Turm, die noch ganz gut getarnt sind. Und was haben wir noch für eine Nation? Briten, Chinesen. Die Briten, kannst du Tarnnetz auch ab Tier 4 vergessen. Also brauchst du ihn einfach nicht mehr. Ne? Also grundsätzlich Tarnnetz immer für Fahrzeuge, die eh schon einen guten Tarnwert haben, der wird dadurch verbessert. Ja? Aber wenn mein Tarnwert schon sehr klein ist, dann der ist multiplikativ, also auf den Tarnwert, den man schon hat, ist das Tarnnetz. Von daher gesehen, da lohnt sich's nicht. Dann, das klar, ähnlich ist es bei dem Scherenfernrohr. Panzerjäger sind ja meistens sehr statisch und da lohnt es sich, die Sichtweite zu erhöhen mit dem Scherenfernrohr. Allerdings brauchst du natürlich einen Panzerjäger, der schon von Haus aus eine hohe Sichtweite hat. Ja, also wenn jetzt ein Scherenfernrohr einen Hetzer einzubauen, ist relativ blödsinnig, weil der hat 260 Meter Sichtweite, andere haben 390 Meter Sichtweite auf dem gleichen Tier. Wenn du 260 Meter plus ein Viertel, dann bist du bei 310 Meter oder so und der andere hat schon von vornherein 390, da brauchst du nicht mit anfangen. Ja. Das klingt für mich jetzt alles so, wie dass du dein Equipment auslegst auf das, was die eh schon als hohen Wert haben. Ja, natürlich. Grundsätzlich, was immer reingehört, ist ein Laderammer in Panzerjäger. Ja, gehört eigentlich auch in jeden mittelschweren und schweren Panzer immer Laderammer, ja, oder auch in der Artillerie immer Laderammer. Was macht der so? Der erhöht einfach die Kadenz. Also da hast du eine geringe Nachladezeit und dann hast du halt mehr Schaden. Zweite Equipment, was ich für mittelschwere, schwere und Panzerjäger, bei Panzerjägern geht es häufig nicht, das ist die verbesserte Lüftung. Ja, weil viele Panzerjäger sind ja hinten offen, dann brauche ich auch keine Lüftung. Ne, also da kann man sie nicht einbauen. Da, wo es geht, verbesserte Lüftung einbauen. Und dann entweder, wie schon gesagt, Tarnnetz und oder Scherenfernrohr. Ne. Bei den schweren Panzerjägern, die sozusagen darauf angewiesen sind,
dass sie auch mal wegkommen. Ja, da ist dann vielleicht sogar ein, was weiß ich, wenn du verbesserte Lüftung hast und Laderammer, Tarnnetz lohnt sich nicht, Scherenfernrohr ist dann meistens lohnend, weil wenn sich das Tarnnetz nicht lohnt, lohnt sich das Scherenfernrohr, ja, weil das sind dann vom Tier her schon so hoch, dass sie eine hohe Sichtweite haben und dann kann ich so von 400 Meter auf 500 Meter aufwerten. Ja, also das geht eigentlich immer. Aber die meisten Tier 4 Panzerjäger haben wirklich Laderammer, Scherenfernrohr, Tarnnetz. Ne? Scout. Scout ist eine ganz andere Geschichte. Also, Scout, muss man erstmal fragen, spielt man den passiv oder aktiv? Aktive Scouts, also die viel über die Karte flitzen, brauchst du auch die Sichtweitenerweiterung. Da geht dann aber nicht das Scherenfernrohr, weil das ja bloß im Stehen funktioniert. Da brauchst du dann diese, wie heißt die, beschichtete Optik oder so. Die macht immerhin 10%. Sollte man mitnehmen. Auch da ist die verbesserte Lüftung auf alle Fälle empfehlenswert, weil damit ja auch die Sichtweite gesteigert wird, weil damit auch die Manövrierfähigkeit über den Fahrer gesteigert wird. Also sollte man das auch noch mitnehmen. Und als drittes, ja, gute Frage, was kann man beim Scout reinbauen? Wahrscheinlich, also wenn du ab und zu als passiver Scout fungierst, dann ist auch da ein Tarnnetz nicht verkehrt. Ja? Also ein Scout profitiert von dem, hatte ohnehin einen sehr hohen Tarnwert. Ja? Wenn du dann noch ein Tarnnetz rein kombinierst, dann hast du einen großen Vorteil. Wenn du natürlich die ganze Zeit in Bewegung bleibst, ja, dann ist es Quatsch. Ne? Da muss man sich was anderes überlegen. Besonders viele sinnvolle Sachen gibt es nicht. Also sowas wie eine Werkzeugkiste, klar kann man sich jetzt sagen, wenn mir jetzt einer die Ketten wegschießt, dann werden sie schneller repariert. Wenn du das nicht mit einem kleinen Werkzeugkist-Kit machst, dann bist du wahrscheinlich platt, bevor du auch mit großer Werkzeugkiste das schaffst. Also von daher gesehen wird das wenig bringen. Es gibt so einen Schutz vor Artilleriefeuer, also vor den HE-Granaten, dass man da ein bisschen besser geschützt ist, das, und vor Rammerangriffen, ne, das könnte sein, vielleicht für Scouts, aber eigentlich nicht so. Also bei Scout wirklich verbesserte Geschichte der Optik, verbesserte Lüftung und am ehesten würde ich sagen Tarnnetz, dann kann man auch mal stehen bleiben, ne, und dann eben, wie vorhin beim ELCMX angesprochen, in den Busch reinfahren, stehen bleiben. Die Gegner werden gespottet, man bleibt einfach stehen und macht nichts. Bloß nicht feuern. Feuern ist immer ganz schlecht. Ja, ja, ich habe gehört, dann geht die Deckung weg. Dann ist die Deckung weg. Vor allem die von dem Busch, in dem man drin steht. Und das ist ganz blöd. Ja. Glaubt ihr, dass es in absehbarer Zeit noch weitere Tiers als Tier 10 geben wird und damit verbunden auch Premium-Panzer über Tier 8? Naja. Nein, ganz sicher nicht. Also das liegt daran, World of Tanks hat hier sozusagen dieses Tier 10 selbst auferlegt als Grenze. Die ist auch sehr sinnvoll. Weil das Spiel endet da mit den, ja, sag ich mal, konventionellen Panzerungen, die es gab in Mitte des letzten Jahrhunderts. Ja, also da, als man sozusagen noch dachte, eine durchgehende Stahlplatte ist die beste Panzerung, die man haben kann. Ja, und dementsprechend, das ist homogener Stahl, die ganzen Panzerungen, dagegen die ganzen Panzer, die dann danach kamen. Ja, also Leopard 1 ist ja noch dieser homogene Stahlpanzerung, schon sehr dünn, weil man gemerkt hat, dass es nichts bringt. Die Panzer, die danach kommen, die dann moderner sind und die dann sozusagen Tier 11 wären, wie Leopard 2, ja, also, oder Tier 12 dann vielleicht schon, die haben ja schon eine Verbundspanzerung und die Schutzwirkung wächst da in einem Verhältnis, das mit den anderen nicht mehr balancebar ist. Ja? Also ich sag mal, der beste deutsche Panzer hat wahrscheinlich, was weiß ich, die beste deutsche Panzerung hat wahrscheinlich, was weiß ich, der Jagdtiger von vorne. Und das sind dann immer noch unter 300 mm im Vergleich zum Leopard 2. Das sind Verbundspanzerungen am Turm mit 900 mm oder an der Wanne mit 600 mm zu veranschlagen ist. Das heißt, es gibt kein einziges Fahrzeug im gesamten Spiel, das dem auch nur einen Kratzer zufügen könnte. Von daher gesehen, nein, es wird es nicht geben. Geht nicht. Ja? Ja, vielleicht haben sie ja die Möglichkeit, dann mal irgendwann ein anderes Setting zu machen. Ja, wenn, aber wir müssen ein ganz neues Spiel machen. Sie könnten es nicht weiterführen. Ne? Also, quasi. Ne? Also, weil das betrifft ja alle modernen Panzer. Ob du einen T90 hast oder einen M1A2 oder was weiß ich, einen Leclerc oder so. Ja? Also, die haben alle diese moderne Verbundspanzerung und World of Tanks, Modern Warfare. Das wäre dann einfach so ein großer Schritt, dass es nicht weitergeht. Also, da ist die Chance, dass sie Infanteristen reinbringen, irgendwann noch größer. Aber wird nie passieren. Ja, ja, zu Fuß gegen Panzer, ja, gibt es ja auch mit Granate rein. Und naja, also es gibt schon viele Sachen, wo, also gerade in den ganzen Städten, Häuserkampf und so, da bist du als Panzer eigentlich unterlegen. Ja? Gegen Infanterist.
Panzerfäuste. Ja, ja. Ich denke gerade an Battlefield zurück. Aber ja. Also da ist eher die Chance da, dass man sowas wie einen Minenleger einbaut, ja, was ich sehr cool finde. Ja. Oder Nebelwerfer, finde ich auch sehr cool. Aber das geht halt nur, wenn eine Eroberungsmission ist, oder? Weil die sich alle nur gegenüberstehen, dann bringt ja auch die Fußeinheit nicht viel, wenn die entdeckt werden. Es gibt ja nur Eroberungsmissionen. Ach, Städte einnehmen und so Geschichten. Es gibt immer Basen, die zu erobern sind. Entweder hat jeder eine eigene Basis, muss die vom Gegner erobern, oder es gibt eine Basis, die von beiden Seiten erobert werden muss, so King of the Hill mäßig. Aber bei Infanterie weißt du, dass dann irgendwie alles mit Minen zugepflastert ist. Dann brauchst du gar nicht reinfahren. Ja, ich würde die Infanterie ja nicht so als Minenleger missbrauchen. Ne? Aber Infanterie wäre insofern cool, weil dann könnten sie auch Schützenpanzer mit reinbringen. Ne? Gab es damals noch nicht so viele, aber ein paar. Die dann sozusagen Infanteristen, was ich, in Gebäuden ausladen. Ne? Und die werden dann einfach automatisch besetzt oder so. Keine Ahnung, aber fände ich jetzt noch eher was eine Möglichkeit. Oder du kannst, was ich, eine Panzerabwehrkanone ausladen, die dann einfach stationär da stehen bleibt. Ne? Lass dich natürlich leicht abschießen, aber naja, aber ich glaube alles nicht, dass da irgendwas in diese Richtung kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Und letzte Frage. Wisst ihr zufällig, wann das nächste große Event mit mehr XP und gegebenenfalls Rabatt auf dem Premium-Account stattfindet, beziehungsweise stattfinden könnte? Hatten wir gerade erst. Also das war die Panzerparade zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Da gab es ja auch diesen Bonuscode, den frei verfügbaren, einfach Parade eingeben. Glaube ich, geht nicht mehr, weil es schon wieder abgeschaltet. Wo man dann so ein bisschen Schnickschnack bekommen hat und zu diesem Zeitpunkt gab es eben auch diesen Bonus für diesen Premium-Account. Ja, wann kommt das wieder? Keine Ahnung. Wir hatten jetzt den zweiten Geburtstag, wir hatten jetzt Ende des Zweiten Weltkriegs. Man weiß es nicht. Ja, also ja, abwarten und lesen und gucken. Die Russen lassen sich da auch nicht in die Karten schauen. Ja, also die veröffentlichen es auch nicht vorab, wie da ihr Jahresplan aussieht, sondern die werden es wahrscheinlich auch mehr oder weniger so nach Lust und Laune tun. Ja. Dann würde ich sagen, einfach buff.de beobachten. Wir haben das dann bestimmt irgendwo mal verbergt. Ja, oder ihr seht es ja jedes Mal, wenn das Spiel startet, sieht man, was das aktuell abgeht. Und da kann man ja jederzeit mal ein bisschen weiterlesen. Ja. Und vor allem, wie schon gesagt, in der Regel, wer das zweimal im Monat macht, reicht völlig. Ja. Weil die ganzen Aktionen laufen relativ lang und werden rechtzeitig angekündigt. Eine Sache habe ich noch zu World of Tanks zu sagen. Wir haben relativ viel Feedback bekommen in den Leserfragen zum aktuellen Cast, ob wir noch mehr von diesen Videos machen, die ja ganz gut angekommen sind, nachdem unser Panzerfahrer-Neuling Herr Küchler ordentlich auf die Nase bekommen hat. In seinem ersten Spiel hat er sich dann ja von Matti und von Olli coachen lassen und die zweite Runde mit seinem super Megapanzer ein bisschen besser überlebt. Das könnt ihr euch momentan anschauen. Wir haben, glaube ich, auch noch ein zweites Coaching-Video, wo er dann auch selber ein paar Abschüsse einfährt und ein paar Credits verdient und sowas. Ho, ho. Und Olli befindet sich gerade auf geheimer Mission woanders. Deswegen können wir ihn natürlich nicht fragen, ob da noch was geplant ist. Aber ich werde mir das mal notieren und dann werdet ihr das auch garantiert bei uns auf der Webseite sehen. Auch so Fragen dahingehend, ob es auch eine Mech-Fahrschule geben wird. Also für MechWarrior Online. Ja. Wie gesagt, kann ich momentan nichts zu sagen, aber ich werde mich mal umhören und hoffe, eure Videobedürfnisse können dann erfüllt werden. Ich finde, sowas bräuchte man tatsächlich häufiger, ja, wenn man nicht auf YouTube gucken will, egal, wenn wir es selber machen, zum Beispiel auch Planet Side 2. Ich hätte gerne eine Einführung in Planet Side 2, weil wenn du da alleine reingehst, bist du ja echt... Ich kann mal Olli fragen. Das spielt er ja auch Olli, aktiv. Oder spielt das noch aktiv? Oder hat es lange gespielt? Weiß ich nicht genau, aber er hatte da auch seine... Ich glaube jetzt nicht so aktiv im Sinne von regelmäßig immer wieder. Aber er hätte auf jeden Fall, könnte Einstiegshilfe geben. Weiß wahrscheinlich mehr als ich. Alle anderen. Ja. Also das kann man ja erweitern. Muss ja nicht nur Mac und Tank sein. Nee. Auf jeden Fall werde ich mich mal umhorchen, was da in Zukunft eventuell noch geplant sein könnte. Und wie gesagt, haltet mal bei buff.de die Augen offen. Da findet ihr die dann auch relativ schnell, wenn sie gemacht worden sind. Jo. Jo. Noch raus aus dem Panzer. Rein in die Fantasy-Welt, oder? Oh ja. Raus aus dem Panzer, rein in die Fantasy-Welt. Das hast du sehr poetisch gesagt. Raus aus den alten Klamotten. Das nächste Thema wäre ja The Elder Scrolls Online. Habe ich gehört. Hast du gehört? Habe ich gehört. Da gab es ja jetzt vor kurzem so einen netten Trailer zu Ein erster Blick auf Sammel und Entdecker. Wo es ums
Clown ging, würde ich fast sagen. Ja, ich würde es hauptsächlich auch als Clown bezeichnen, weil man irgendwie als, wenn man sich so die Spielwelt entdeckt, so gut wie alles einsammeln kann, was da nicht nied- und nagelfest ist und in Kisten reinschauen kann und irgendwelche Sachen rausklauben. Das ist Elder Scrolls. Für Handwerk und so. Natürlich ist es Elder Scrolls, also weil das in den Solo-Spieler-Rollenspielen natürlich genauso ist. Außer man kriegt hin und wieder mal auf die Finger, wenn dann mal eine Wache zu scharf hingeschaut hat. Ich bin gespannt, ob es das auch in die Elder Scrolls Online geben wird, ehrlich gesagt. So ein Bestrafungssystem. Das hoffe ich. Ja, muss ja. Sonst ist es albern. Ja, sonst ist es albern. Ja, sonst rennst du da halt überall rum, springst und sammelst alles, wenn das gleich klick, 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 klick. Aber dazu haben wir auch eine Frage, eine etwas umfangreichere, genau zu dem Thema. Und zwar von Uoden, auch ein regelmäßiger Gast in unseren Kommentaren. Habt ihr das neue Ingame-Video angeschaut? Das System von alles nehmen, was nicht nied- und nagelfest ist, ist, naja, The Elder Scrolls Skyrim. Es ist auch übrigens Morrowind und Oblivion und in Arena konnte man nicht so viel nehmen. Konnte man was nehmen oder konnte man nichts nehmen? Nee. Doch, auf dem Boden? Nee, konnte man nicht. Das ist so ein Besserwisser. Ja, egal. Ein fester Bestandteil, aber ganz ehrlich gesagt, schmälert es viel die Atmosphäre von einem Rollenspiel. Nö, sehe ich jetzt persönlich nicht so, muss ich ehrlich sagen. Damit meine ich, wenn ich zum Beispiel in einem Gasthaus bin und auf einem Tisch mehrere Gegenstände liegen, wie Teller oder Tassen, und ich diese nehme, was eigentlich nur Deko und nicht wirklich von Wert ist, so fehlt es irgendwann im laufenden Spiel. Ja, dann nimm's halt nicht vom Tisch runter. Nee, gut, aber es würde irgendwann respawnen, oder? Es ist doch umsonst da. Aber, oder deck den Tisch neu. Mit einem Zügelein. Aber das war so mein erster Gedanke, wo ich das vorhin gelesen habe. Ja, ist nicht gerade das Rollenspiel-Atmosphäre. Wenn man alles benutzen kann, ja, natürlich. Wenn man das mitnimmt, dann ist es halt auch weg. Ja. Oder kannst umdekorieren. Wenn, und es ist halt nicht nur stupide Deko, die da festgetackert ist, sondern man kann die halt auch wegnehmen. Und dazu muss man sagen, in Gasthäusern etc. und in vielen Häusern sollte man das Zeug, auch wenn man es nicht einsteckt, auch nicht umdekorieren. Das mögen nämlich die Bewohner nicht unbedingt. Ich wollte gerade fragen, kann man da Stühle und Tische rausschleppen und draußen vor der Tür dann Tische nicht, aber Picknick machen? Wenn einen Stuhl müsstest du einstecken, weil du kannst, ist ja instanziert jeweils die Häuser, aber ja, die mögen es nicht, wenn du ihr Zeug rumschmeißt. Vielleicht ist ja hübscher hinterher. Kann man nicht Geld machen als Innenarchitekt? Da hast du noch nie drüber nachgedacht jetzt. Das, ne? Kannst du in deinem eigenen Haus machen mit entsprechenden Erweiterungen. Ja, ich kann mich ja nicht selber bezahlen. Ich will ja Geld dafür kriegen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch NPCs Körbe auf den Kopf setzen und die komplette Bude ausräumen. Aber das ist ein unlustiger Bug. Oder ein lustiger Bug, je nachdem, wie man sieht. Ich finde, sie in Teso übernehmen und der funktioniert dann bei anderen Spielern. PvP einfach so einen Eimer auf den Kopf, alle Klamotten ausziehen und weglaufen. Ausräumen. Das merken sie dann aber wiederum, wenn du sie beklaust. Und die haben einen Korb auf den Kopf. Das ist wohl ein anderer Trigger. Aber ich finde, das schmälert irgendwie keine Rollenspielatmosphäre, weil, klar, wenn man nicht alles benutzen kann, dann fehlt sogar was. Ich finde es. Ja, ich verstehe den Punkt schon, aber ich gehe schon davon aus, dass das vom Server auch nach Zeitspanne X wieder in den Ursprungszustand zurückgesetzt wird. Genau, also ich glaube, vor, du kommst ein Jahr später in das Spiel rein, um das mal anzuschauen. Alles leer. Und es ist komplett leer geworden. Ja, es ist nichts mehr da. Ja. Leer. Den Monstern fehlen schon die Klauen so ungefähr, ja, weil sie die irgendjemand geklaut hat. Ja, ich glaube nicht, dass nur die ersten drei Spieler, die auf den Server einloggen nach Launch, die einzigen sind, die jemals irgendein Haus in dem Zustand sehen, in dem es zu sehen sein sollte. Dafür ist es halt ein MMO, da braucht man dann die Restriktionen schon. Aber. Und außerdem natürlich darf das Bestrafungssystem nicht fehlen, finde ich. Ja, dass man dich damit unbeliebt machen kannst bei irgendwelchen Wachleuten oder sowas, ist das natürlich dann auch weniger reizvoll, einfach alles mitzunehmen. Oder gerade deswegen reizvoll und dann kann man natürlich auch seine Skills ausprobieren, ob man das irgendwie doch daraus kriegt. Und da kann man überlegen, ob das on-site ist, also dass sich eine Wache oder ein Einwohner sieht oder ob das generell bestraft wird, wenn du zu viel klaust, dass du so eine Art Reputationspunkte verlierst. Ach so, dass ihr dann per Gedanken Mindbullet. Du hast dann halt auch immer so diese schlechte Aura, also Dieb. Nee, es fällt schon irgendwann auf, ja. Da, wo du bist, verschwinden Gegenstände auf merkwürdige Weise. Also, irgendwann fällt es schon auf. Alles umdekoriert. Warum ist denn dein Rucksack so groß? Jetzt haben wir schon wieder im Haus. Die Tische stehen woanders. Nee, aber ja. Wer hat mein Bettchen umgestellt? Es gibt ja auch Antibeispiele, wo es mich zum Beispiel, das habe ich ja damals auch in einem Cast gesagt, dass mich jetzt zum Beispiel ein Tor gestört hat, dass man da nicht mal einen Stuhl benutzen konnte. Ja.
weil er einfach irgendwie, man muss mit der Umgebung irgendwie interagieren können, um noch ein besseres Rollenspielgefühl zu entwickeln. Ja, da können jetzt die Hardcore-Rollenspieler kommen und da, aber die Fantasie reicht doch aus. Ja, aber ich würde trotzdem gerne in dem Spiel auch Sachen benutzen können. Ich find das in WoW auch immer relativ wenig, was man benutzen kann. Also man kann sich natürlich auch einen Stuhl dran setzen. Mehr als in anderen Spielen. Das stimmt, ja. Aber da sind sie auch in den letzten Jahren eher erst auf den Trichter gekommen, dass du beispielsweise einen Picknickkorb auspacken kannst oder dass du einen Klumpen Fleisch auf dem Boden zerschnetzeln kannst, dass das Blut spritzt, so nach dem Motto, man Rollenspielt jetzt halt einen Schlachter oder irgendwie sowas. Oder man schlachtet gerade Schwein für das Picknick mit der Gilde. Oder. Ja, das sind auch, klar, es sind mehr Elemente reinkommen. Zum Beispiel auch gerade in Pandaria die ganzen Kneipen mit viel mehr Sitzmöglichkeiten auch. Oder das kleine nette Gimmick, was ich fand, könnte man mit NPCs generell machen, wo man mit Forion redet. Da kommt ja auch so ein Pandaren an und man kann was vom Tablett nehmen und das wird dann auch benutzt. Und das ist schon relativ cool. Aber zu selten. Ja. Ja. Ja, aber Fazit für mich, in Rollenspiele gehört zur Interaktion rein, um einfach noch mehr Rollenspielgefühl zu erzeugen. Jo. Schon. Ich auch. Vor die Frage ist ja auch noch, ich meine, theoretisch kann das ja auch noch mit Phasing gemacht sein. Das nur du, das was aber dann auch wieder so ein bisschen Rollenspielatmosphäre, weil es hat ja auch seinen Reiz, wenn ich irgendwie in die Kneipe reinkomme und sehe tatsächlich den anderen Spieler, wie er gerade irgendwie das ganze Silber mitgehen lässt vom Tisch. Ja, also es hat ja auch, kann ja zu interessanten Situationen führen. Vielleicht kann man ihn doch verpfeifen, das wäre natürlich noch viel besser. Ja, und dann lumpt er aus, bevor die Wachen ergreifen können. Es kann ja dann noch so nachträgliche Strafen geben. Es ist ja, du kannst ja auch nicht in Skyrim, wenn du da einen negativen Ruf hast, zurückkommen und die haben alles vergessen, außer es buggt gerade. Aber du kommst halt zurück und dann wissen die noch, wer du bist und du musst die Strafe bezahlen und du gehst in den Knast. Was buggt's denn? Oder bringst sie alle um? Versuch das mal in relativ niedrigen Level mit den Wachen dich anzulegen. Na ja, gut. Vor allem spawnen die dann auch einfach mal so nach. Also, ja. Das Spiel schützt sich dann schon einigermaßen, wenn man nicht rumschüttet. Achso, die Items spawnen nicht nach, aber die Wachen, okay. Was macht denn so ein Apfel besser als so eine Wache? Aber man muss es ja erstmal abwarten, wie sie es gelöst haben. Da war ja nichts wirklich in dem Video dazu, ob es da Strafen gibt, wie sie aussehen, wie sich das dann generell auswirkt, ob es nachspawnt. Abwarten, würde ich einfach mal sagen. Abwarten und jo. Tee trinken. Gleiches gilt auch für die nächste Frage von Eora. Er sagt, wir hätten gesagt, dass es ja drei Fraktionen gibt. Stimmt. Wie wollen die Spielehersteller das Problem lösen, welches zum Beispiel gerade in The Secret World herrscht, nämlich dass eine Fraktion überlegen ist und die anderen beiden nichts zu melden haben. Bei The Secret World sind es die Illuminaten, die von den Amerikanern bevorzugt werden. Diese dominieren das Schlachtfeld und die Illuminaten reichen hier aus, um über deren Schlafenszeit hinaus das Kriegsgebiet zu halten. Das wäre ja auch ein Problem für die Elder Scrolls Online. Da gibt es dann noch das Problem mit den internationalen Servern, oder? Wenn alle auf einem spielen, ja, Tageszeiten. Also, aber gut, bei TSW ist es natürlich so, dass die mehr oder weniger von vornherein gesagt haben, das ist eher die asiatische Fraktion, das sind eher die amerikanischen und das sind eher die Europäer. Also die Templer sind die Europäer und die Drachen die Asiaten. Das Problem gäbe es ja bei TSW nicht in diesem Umfang, ja. Und jetzt die Chance, dass am Ende eine Fraktion stärker ist als die anderen beiden zusammen, ist, glaube ich, bei TSW äußerst gering. Ich habe mich vorhin mit Marcel drüber unterhalten, weil er ist ein alter Darok-Spieler. Und da habe ich ihn gefragt, wie es eigentlich in Darok damals war. Und er meinte, das war absoluter Hass. weil tatsächlich war es so, dass da noch so ein Faktor reinkam, dass zum Beispiel die Devs, also die Entwickler mitgespielt haben und dann halt versucht haben, alle möglichen in der gleichen Fraktion zu spielen wie die Entwickler. Oder dass eine Zone ziemlich schlecht war zum Start, also noch nicht ausgereift war und dass dann die Leute da wenig gespielt haben. Und dann gab es dann halt tatsächlich diese Aufteilung mit da zu viele, Albion zu viele, da zu wenig. Mhm. Und das... Midgard war die Macht! Abgesehen davon gab es ja dann noch die paar Klassenprobleme. Klassenprobleme, das sehe ich überhaupt nicht. Also bei Midgard, das war das Coolste bei Darok, ja. Da konntest du einen Schurken spielen und das war der einzige Schurke, der für seinen Backstep eine Zweihand-Axt nehmen konnte. Du kannst dir vorstellen, was der mit seinen Gegnern gemacht hat. Kopf ja? abgeschlagen oder was? Absolut abartig. Alle anderen Schurken konnten ja bloß so kleine Dolche und so Schwerter und so Scheißdreck hernehmen. Aber da hast du für sich so einen Barbaren als Schurken gespielt mit so einer fetten Zweihand-Axt. Ja. Und der erste Schlag hat den Gegner halt völlig vernichtet. Da blieb nichts übrig. Ja? Ist das großartig, ja? War großartig.
Zu Teso, müssten wir eigentlich wissen, dieses Megaserver-Projekt, ist das dann wirklich international Megaserver oder pro Region? Nee, es soll ja pro Region wahrscheinlich eins für Amerika. Dann hat man zum Beispiel schon mal dieses Problem mit den Schlafenszeiten außer Kraft gesetzt. Ja. Und auf der anderen Seite steht und fällt dieses, in Anführungszeichen, Problem mit der Balance, mit dem, was die Entwickler halt machen, an Klassen, an wie ausgeglichen ist es dann pro Fraktion und ja, Klassen wird es ja wahrscheinlich eh keine Unterschiede geben, also sind es wahrscheinlich eher die Völker. Ich weiß, ja. Ich weiß nicht, ob ich das im Zusammenhang mit Teso oder Camelot Unchained gelesen habe. Ich glaube, es war Camelot Unchained, aber es wird wahrscheinlich für beide in etwa dem gleichen Maße gelten. Da war halt der Grundsatz, dass grundsätzlich bei jeder Fraktion so Völkertypen für jeden dabei sein sollen. Also bei Teso ist es ja schon so. Das, ne? Problem hatten ja selbst hatte ja selbst WoW, ne? Wer irgendwie so einen typischen sehr menschlichen Charakter spielen wollte, der war halt, bis die Blutelfen da waren, der hat halt nur Allianz gespielt. So, und wenn du so ein Ungleichgewicht nicht hast, dann ist das, glaube ich, schon mal die halbe Miete. TSW hat da sicherlich noch ein anderes Problem, weil es sind halt verschiedene Verschwörungsorganisationen, da findet man halt, oder der eine oder andere findet halt die eine viel cooler als die andere. Also nimmt er halt die, aber in einem Fantasy-Setting hängst du dann eher von den Völkern ab, und wenn das einigermaßen gleichmäßig verteilt ist, verteilen sich, glaube ich, infolgedessen auch die Spiele einigermaßen automatisch relativ gleichmäßig. Müssen wir halt abwarten, wie sie sich entwickelt. Es gibt dann noch diese Geschichte mit irgendwelche bekannten Gilden fangen an zu spielen und gehen auf diese Fraktion, dann wollen alle nachziehen. Soll es auch geben, habe ich gehört. Naja, aber es ist ein bisschen langweilig, glaube ich, wenn alle Gilden dann bei einer Fraktion spielen. Glaube ich auch. Ja, weil da ist ja auch die Frage, ob das Teso Endgame überhaupt die Art von Gilden und Gilden-Fantum hergibt. Wir sollten uns international absprechen, dass wir alle bei einer Fraktion spielen. Es gibt die anderen Fraktionen dann gar nicht. Ne? Also gar keiner spielt da. Dann gucken wir, ne? Entwickler aber doof. Ja, so, unser ganzes Spiel. Und dann sagen wir alle gleichzeitig, oh, ist ja langweilig, ja, also, PvP ist kacke. Komm, wir wechseln mal zu denen da. Und wir haben vorausgedacht und blockieren ab einer gewissen Spielerzahl dann die Registrierung für die jeweilige Fraktion. Das ist natürlich auch was doof. Spieler einschränken in dem, was sie. Das kannst du vergessen. Machen die nie. Dann gibt's Geweine. Ja. Der große MMO-Flashmob. Alle spielen in Teso die gleiche Fraktion. Und Geweine. Ja. Das wäre mal schön. Eine schöne Protestaktion. Die stehen dann in Baltimore, glaube ich, mit brennenden Fackeln und Mistgabeln. Und ja. Nee, das macht. Da musstest du ja dahin. Nee, nee. Und stürmen das Cinemax-Büro. Die suchen sich den geheimen Chat, in dem die Entwickler sind, und stürmen den. Ja, das kann auch sein. Muss ja schnell da sein, virtuell heutzutage. Ja, wie genau das funktionieren wird, müssen wir noch abwarten. Aber vielleicht gibt es ja demnächst irgendwann mal neue Skalen. Dann habe ich gehört, David möchte was über Anomaly erzählen. Über was? Möchte ich. Ja. Ja, wir können es ja mal kurz erwähnen, nachdem es ja auch bei uns, glaube ich, diverse oder unter den Lesern, Hörern, Zuschauern Tower Defense Fans gibt. Fans von Tower Defense. Es wird irgendwie die auch nicht Tower, besser. Es wird nicht Tower besser. Defense. Tower Defense. Leute. Tower Defense. Das Menschen, ein lustiges Shirt. Menschen, wunderschöne Menschen, die gerne Tower Defense spielen. So. Spielst du nicht? Finde ich super. Ah, den hätte ich. Sehr gut, ja. Ziehe mal nicht vorhandenen Hut. Irgendwann musste ich dich mal erwischen. Da ist jetzt nämlich Anomaly. Der Name Anomaly. Macht mich seit jeher wahnsinnig. 2 rausgekommen, der Nachfolger zu Anomaly Warzone Earth. Kein besonders schöner Titel gewesen, aber ein ganz nettes Spiel. War für einen Indie-Titel, ist es auch gar nicht so klein gewesen. Also hat schon einigermaßen Beachtung gefunden, aber kennt vielleicht auch nicht jeder. Der zweite Teil ist eine ziemlich direkte Fortsetzung, also hat so ein ähnliches Setting, ist so ein nahe Zukunftsspiel, wo Aliens in Form von mechanisch-robotischen Türmen auf die Erde hereinbrechen. Und man spielt den Super-Mega-Militärzug, der eben gegen die Aliens kämpft. Also man muss es so erklären, es ist quasi Tower Defense umgekehrt. Tower Defense nämlich umgedreht, ein ganz lustiges Spielprinzip. Der Angreifer. Tower Attack. Tower Offense, genau. Nennen sie es, aber ja. Also du spielst so einen Trupp von Fahrzeugen mit deinem Commander, der da rumfährt. Verschiedene Fahrzeugtypen mit Stärken und Schwächen. Die einen schießen schneller, die anderen langsamer, aber stärker dafür. Die einen sind halt gegen Turmtyp X besonders gut und die anderen, also so gibt's halt die Stärken und Schwächen. Und man plant dann halt tatsächlich die Routen, weil die Karten immer so tatsächlich Häuserblocks, so Straßenzüge sind. Und dann musst du dir aussuchen, wie rum fahre ich da jetzt. Den Turm schießt man am besten von hinten um, deshalb plane ich da jetzt die Route so und so. Ach, du kannst die Türme auch richtig umschießen dann? Ja. Ja, ja. Dann hast du den Commander, der läuft nebenher.
Mit dem kannst du dann irgendwelche Upgrades aufsammeln, die beispielsweise die umgeschlossene Türme hinterlassen. Dann kannst du dann halt eine Reparaturfunktion oder sorgst dafür, dass ein bestimmter Turm fokussiert wird mit einer anderen oder hast, wie heißt es, so ein Ablenkungsding. Das legst du dann dahin und dann schießen die Türme dahin und nicht auf deinen Zug und so ein Spaß. Also Decoy. Ist ganz nett. Ja, verschiedene Power-Ups noch nebenbei und hat ansonsten auch so die gleiche Tower-Defense-Logik, nehme ich jetzt viele Einheiten, die aber eher schwach sind oder rüste ich ein paar wenige so stark auf. Funktioniert erstaunlich gut, war am ersten schon so, der zweite ist noch ein bisschen runder. Die Story kann man vernachlässigen, aber das will, glaube ich, auch niemand spielen wegen einer besonders tollen Geschichte. Insofern, die ist schon für das, was das Spiel ist, sehr aber in Ordnung. Die hat am Ende einen Twist. Die, ja, aber auch keinen. Ja, sie hat einen Twist, ja. Präsentation ist ganz in Ordnung. Was im zweiten Teil jetzt noch neu ist und ganz lustig, tatsächlich jede Einheit hat zwei Morph-Stufen, also die kann man hin und her morphen, die haben dann auch noch wieder so ein bisschen unterschiedliche Stärken und Schwächen, das macht dann auch die Taktik im Kampf noch ganz nett. Und es gibt einen Mehrspieler-Modus, der sich eigentlich im ersten Teil auch schon voll angeboten hätte, nämlich einer spielt halt tatsächlich den Trupp, der durchmarschiert, und der andere spielt tatsächlich die Türme und baut halt so in typischer Tower-Defense-Manier. Das heißt, der erste Teil, der ein Tower-Defense-Spiel war, nee, auch ein Offense, oder? Hatte kein Multiplayer? Nee, kein Multiplayer-Modus, das war nur die Tower-Offense-Kampagne. Und der zweite Teil ist jetzt eben auch die Solo-Kampagne und der Multiplayer-Modus. Es ist ganz lustig. Also ich fand die Kampagne dann doch interessanter, das Durchspielen und Ausbaldowern, welche Fahrzeuge man jetzt am besten nimmt. Im Mehrspielermodus ist das Ganze ein bisschen träge. Dadurch, dass die Squad, so heißt das, relativ langsam unterwegs ist und die Karten mitunter so groß sind. Man muss immer eine bestimmte Währung sammeln. Wie heißt es? Carasaurum oder so. Da muss man vorbeifahren, das abschießen, damit man es einsammelt. Aha. Und das liegt dann halt immer an anderen Enden der Karte und der Turm ist jetzt irgendwie ganz weit im Norden und das liegt dann halt irgendwo im Südosten oder sowas. Das heißt, da musst du erstmal rumgurken und dann ist die Squad halt relativ langsam, sodass der Turm in der Zwischenzeit natürlich schon mal ordentlich hier sein Zeuglein aufbauen kann. Hm. Ja, es hat fühlt sich ein bisschen zu träge und zu. Es ist auch dadurch, dass der Commander ja diese Spezialfähigkeiten hat, mit denen er im Multiplayer-Modus so ein bisschen zugeworfen wird. Ja, die kann man schön spielen. Wird es dann teilweise weniger so ein wirkliches Taktikspiel, sondern eher, wer klickt jetzt schneller irgendwelche Spezialfähigkeiten irgendwo hin? Das ist so ein bisschen komisch, aber grundsätzlich, weiß nicht, mit so ein paar Balancing-Änderungen kann man da sicherlich auch noch ein bisschen was machen. Und zumindest die Idee ist ganz nett. Macht eigentlich auch ganz Spaß, aber so, ich würde mich jetzt nicht die nächsten 3 Jahre nur ausschließlich damit beschäftigen. Nee. Aber es ist, ich finde die Version halt, dass man selber angreift und nicht verteidigt, also halt dieses Tower-Offense-Mechanik ganz reizvoll. Ja, wie gesagt, Multiplayer-Modus ist eine ganz nette Dreingabe. Jetzt nicht das, weswegen ich das als einziges kaufen würde, aber insgesamt auch die Kampagne ist wieder sehr nett. Wer den ersten Teil schon mochte oder kennt, der macht da sowieso nichts falsch. Und alle anderen, die das irgendwie interessant finden, kann man durchaus mal reingucken. Ich fand das damals schon eine lustige Idee, Tower Defense mal umzudrehen. Ja, definitiv. Gibt's unter anderem auf Steam für relativ schmales Geld. Ich weiß nicht, ob der Einführungspreis noch gilt, dann sind es, glaube ich, 12 Euro irgendwas, ansonsten müsste es bei 15 Euro irgendwas sein, was ich. Spielzeit ist nicht furchtbar lang für die Kampagne, wenn man sie nur einmal durchspielt, ohne irgendwie auf alle möglichen Wertungen und Schwierigkeitsgrade zu gehen, ist man so 4 bis 5 Stunden schon beschäftigt, was, glaube ich, okay ist. Ja. Apropos Steam, wie hieß das Spiel? War of the Overworld? Der Dungeon Keeper Klon? Irgendwie so ähnlich, gehört, ja. Ich krieg den Namen nicht mehr komplett zusammen, aber irgendwie in die Richtung. Ja. Ich beobachte es mal weiter. Das fand ich ganz interessant, aber es sieht schon sehr stark danach aus. Also wenn da mal EA drauf schaut, ich weiß nicht, ob das dann noch lange besteht. Das sind doch jetzt die Guten, die haben noch Online-Pässe abgeschafft. Jetzt mögen doch alle EA bald wieder. Ich weiß noch nicht genau. Aber es sieht schon sehr, sehr stark nach Dungeon Keeper aus und da hätte ich schon Bock drauf. Aber die sind momentan noch in der Alpha, also in einer Grundentwicklungsphase. Kann man aber schon mit dem Kauf fanden ist das sogar, wenn man da jetzt schon was ausgibt. Um dann hinterher sitzen zu bleiben, wenn es doch nicht fertig wird. Ja, aber es ist schon in dem tatsächlich in Steam drin. Und da kann man, wenn man da Geld ausgibt, mit in der Entwicklung sich beteiligen als Beta- oder Alpha-Tester. Wenn man da mal reinschauen möchte und Bock auf Dungeon Keeper hat. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde es mal weiter beobachten. Ich werfe jetzt noch in den Raum. Ghost of a Tale wurde gefundet. Ich freue mich.
Ist das das Fable der Mauswanderer-Rollenspiel ja. da? Ja. Echt, das hat noch genug Geld ja. gekriegt. Okay. Ich würde noch zu der allgemeinen Ecke übergehen, bevor ich Zamos seine Community-Themen loslasse. Ich habe diesmal noch eins. Haben wir Iora noch, was ich ganz putzig fand. Fragt nämlich, er hat sich zum ersten Mal das Buff-Heft gekauft, nachdem ihm erzählt wurde, dass einer seiner Blogs drin ist. Das fand er natürlich super. Aber er hat einige unserer Mitarbeiter gesehen, die er noch gar nicht kennt. Und er verfolgt ja unsere Seite nicht gerade flüchtig. Wer zum Beispiel ist der Herr, der das Vorwort geschrieben hat? Der ist ganz komisch. Ich weiß nicht. Der ist sehr seltsam. Alex, erzähl doch mal, wer das so macht. Die Frage ist schon sehr lustig. Ja, ja, wer schreibt denn das für dich? Eigentlich niemand. Stimmt, darum geht es in der Frage. Ich wünschte, es täte jemand. Also gut, in der Regel gibt es ja in diesem 2-Monats-Zeitraum zumindest ein großes interessantes Thema, wo man schon mal gern was drüber schreibt. Ja? Also von daher gesehen, also auch in dem nächsten Heft, da haben wir ein schönes Redesign. Spoilers. Habe ich schon gespoilert im Sonderheft. Aber egal, jedenfalls, da wird das Thema sein, dieses schönen Vorworts. Aber irgendwas gibt es dann doch immer. Das ist sozusagen die dritte Kolumne im Heft. Ja, was soll ich jetzt da erzählen? Was zu mir oder keine Ahnung. Wer ist die Person? Wer ist die Person? Der Alex, ja? Der hier fast jede Woche über World of Tanks. Ich bin der alte Sack der Redaktion, so anders kann man es ja nicht sagen. Bald 40 und spielen tue ich seit, Ende der 70er. Ja. Von dir ist doch auch immer die Retro-Ecke. Seit bald 40 Jahren? Das heißt seit bald 40 Jahren. Seit bald 30 Jahren, über 30 Jahre jetzt schon, ja, so ungefähr. 40 wäre ein bisschen knapp. 40 wäre, ja. Ne? Also ich meine jetzt Videospiele, ne? Also ich gehöre auch zu den Leuten, die ein Pong-System schon als Kind zu Hause hatten, ja, war großartig. Aber von dir ist immer die Retro-Ecke im Heft, wenn es die mal wieder gibt. Naja, nicht immer. Also es gibt, also teilweise sind die Retro-Spiele, teilweise sind die Retro-Spiele eher, sag ich mal, jünger als 10 Jahre. Ja? Also das heißt, die Retro-Ecke ist ja immer unsere Rollenspielgruft. Ja? Und dann haben die auch häufig andere Kollegen gespielt, die dann sich besser damit auskennen. Meine Präferenz war schon immer Rollenspiele. Ja? Das geht los mit ganz frühen Sachen. Return to the Heracles fand ich damals großartig. Kann man sich auch heute noch downloaden, das ist grottenschlecht. Ja. Die Ultima-Serie, inklusive Ultima 0, ja, auch großartig. Hast du 9 und 8 auch gespielt? Ultima endet für mich, also nach 5, 6 konnte ich überhaupt nicht leiden. 7 war wieder in Ordnung. 8 war Hölle. Mit 9 kam ich nach einigen Patches, die also diese groben die Bugs... Die Fan-Patches dann am Ende auch. Nee, das sind nicht Fan-Patches, die 1.7f... diese groben Bugs entfernt haben, wo das Spiel abgestürzt ist, fand ich 9 in Ordnung. Ja. 8 war, nee. Ich mag 8. Ja, oder dann, was ich gern gespielt habe, die Wizardry-Serie, Might and Magic war auch teilweise ganz cool. Ja. Clouds of Xen und Dark Side of Xen und so, ne? Oder auch die davor. Man merkt, das ist schon lange her. Ist alles sehr lange her. Ja, sonst von der Arbeit her, meine Laufbahn begann da früh bei PC Games als Freiberufler, auch Amiga Games. Das ist auch schon 15 Jahre her, oder? Mindestens. Das war, bei der ersten Ausgabe habe ich nichts mitgewirkt, aber dritte, vierte, zweite oder so, keine Ahnung, irgendwo da. Und der Typ war lange bei meinem Lieblingsmagazin, was es ja leider nicht mehr gibt im Verlag. Dann habe ich bei Playtime ein bisschen mitgearbeitet, auch als Freiberufler und dann als Festberufler. Als Play Vanilla? Ja, PC Action! Exakt. Fast 8 Jahre PC Action, das Projekt. Also, ich will nicht weiter kommentieren. Dann habe ich 4 Jahre SFT gemacht. Dann war ich kurz bei der Moa. Ein halbes Jahr bloß, aber immerhin. Wegen deiner MMO-Affinität. Ja, zwangsläufig. Der Moa-Chef hat damals eine Unterstützung gesucht und da haben sie gesagt: Nimm doch den Alex von der SFT. Tja, und. Und als Heinrich dann wegging, wurde mir diese Stelle bei BAFT angeboten. Da habe ich gesagt, ja, das ist genau mein Fall. Ein wunderschönes Magazin, das ich gerne auch unterstütze. Dazu muss man sagen, der Typ, der von drin diese Sachen schreibt, der hat eine leitende Position dann auch, glaube ich. Ja, in der Regel ist es so, dass das dann irgendwie, der macht, der hauptverantwortlich ist für das Magazin und da auch den Kopf hinhalten darf. Da steht auch immer hinten eine Impressung. Da steht so ein lustiges VISDP.
Was so viel heißt, wenn irgendeine Scheiße in diesem Magazin drinsteht, bin ich der, der in den Knast dafür geht. Also, liebe Redakteure und Autoren da draußen. Wenn ihr schon immer mal wolltet, dass Alex... Ja, schickt uns Bilder mit versteckten Hakenkreuzen und ähnlich verfassungsfeindlichem Material. Falls wir es nicht finden, bin ich der, der dann die Zahnbürste einpackt und mal kurz... Ja, genau. Ja, vielen Dank. Aber ich finde es lustig, dass hier steht einige Mitarbeiter. Da würde mich nämlich interessieren, wenn man den noch entdeckt hat, den er nicht kennt. Also fürs nächste Mal. Dich wahrscheinlich. Nein, keine Ahnung. Ich schreibe nie. Gar nicht. Schon lange nicht mehr. Weil ansonsten sind ja die Redakteure älter gedient. Ne? Bis auf Maria. Ich vermute mal, es wird sich auch um freie Redakteure handeln. Oder freie, ja. Wie aber Kitten. Sascha. Ja, aber Kitten ist ja eigentlich... Aber er ist auch schon länger dabei, ne? Also, und, ja. Und die ganzen anderen Freien waren vorher Praktikanten oder so. Auch schon bekannt eigentlich. Also... Das ist. Muss aber im nächsten Mal in die Cast-Fragen reinschreiben, ob er noch spezielle Erläuterungen braucht. wer sein könnte. Lebensläufe. Lebensläufe. Das ist eine neue Serie für den Buffcast. Buff der Lebensläufe. Dann fragt Eora noch, dass wir einen Nachtest zu Guild Wars 2 gemacht haben und fragt, ob wir auch einen solchen mal zu The Secret World haben werden. Denn die Spiele kamen ja auch recht gleichzeitig raus. Und wovon hängt bei uns ein Nachtest eigentlich ab? Ganz einfach, ne? Also wenn so ein Spiel mehrere Patches, die klein sind, oder einen richtig großen Patch rausbringt, und das da muss man immer dazu erwähnen, es muss natürlich auch das öffentliche Interesse da sein, über dieses Spiel informiert zu werden, ja? Also es bringt uns nichts, wenn das Spiel ganz toll ist, aber es insgesamt bloß 100 Leute spielen. Können wir dann leider nicht mehr berücksichtigen, ja, sondern das fällt dann nach hinten runter. Tut uns leid, aber solange noch eine erträgliche Anzahl Leute sich mit diesem Spiel befasst, die zu unseren Lesern gehört, dann werden wir auch Nachtests zu Spielen machen. Insofern es sich wirklich relevante Sachen ändern, dass es auch... Kann auch ein Wechsel in Free-to-Play sein beispielsweise, wenn man wirklich sich viel ändert dabei. Das kann sein. Es kann auch sein, dass man sagt, okay, es gibt ein uraltes Spiel, das viele Leute immer noch spielen, wo sich aber seit 3 Jahren nichts getan hat und wir müssen da mal die Wertung anpassen. Auch das kann es geben. Ja? Also kam schon vor. Ja? Die werden dann furchtbar abgestraft. Aber... Weil nichts passiert ist. Also die werden nicht dafür bestraft, dass nichts passiert ist, sondern sie werden dafür bestraft, im Endeffekt, dass es halt viele neue Spiele gibt, die viel, viel besser sind in vielen Punkten und dann müssen wir halt die alte Wertung dementsprechend neu einnorden. Ja, und dann rutscht die zwangsläufig runter. Ne? Jetzt nicht gerade um 20-30%, aber... Wir haben sowieso das Problem über die umgestellte Wertungstestkritik. Also wir haben ein neues Wertungsschema angelegt mit neuen Maßstäben, dass die viele älteren Wertungen ja jetzt noch nicht so ganz dazu passen. Da müsst ihr alles nachtesten. Ja, theoretisch müssten wir alles nachtesten. Wir machen das jetzt so nach und nach bei allen wichtigen Titeln, ja. Ja. Buff.de Sonderheft, der Nachtest. Nachtest-Kompendium. Nein. Beilage. Kompendium. Nee, wir machen eine Beilage mit so einem Zettel, wo einfach nur irgendwelche Zahlen draufstehen und dann müssen die Leute... Du meinst, wir machen das einfach so tabellarisch, ne? Ja, genau. Zack. Ja. Das Dumme ist bloß, der Aufwand besteht ja nicht darin, diesen Testkasten auszufüllen und dann eine Wertung hinzuschreiben, sondern... diese ganzen alten Sachen nochmal so weit zu spielen, mit allen Patches so weit zu spielen, zu gucken, hat es sich wirklich verbessert, verschlechtert, sonst was, wie ist denn das heute zu bewerten? Du musst ja auch erläutern, warum du den Test dann da so gemacht hast. Genau, im Endeffekt, wie schon gesagt, machen wir das bloß bei Titeln, die noch frequentiert werden von den Usern. Ansonsten, ganz tolles Heft, war noch der Kommentar von Jura. Ja, das ist doch mal schön, ne? Hört man gern. Okay. Ich hatte übrigens noch ein Community-Thema, aber nur eins. Ich bin nämlich immer dafür, dass ihr ins Forum schaut, in die Shoutbox, in unseren TeamSpeak 3-Server, den ihr könnt ihr nämlich frei nutzen, wenn ihr möchtet. Wahnsinn. Und im Forum habe ich ein Thema gefunden, was, weil ich ja gerade wieder WoW spiele, was mich besonders interessiert ist, und zwar, wieso es Classic-Server wohl leider nie geben wird und Server-Zusammenlegungen ebenso unwahrscheinlich sind, das wird da gerade heiß diskutiert. Das hatten wir, ich glaube, auch schon mal. Und was sind die Meinungen? Die gehen so oft in die Richtung, nee, wird es nicht geben, weil, und überlegt euch mal, wie denn die Interfaces heutzutage sind und damals waren und Features und wie weit habt ihr denn damals gespielt und wie aufwendig war es eigentlich, zu Raiden zu gehen und aber ein Classic-Server würde, glaube ich, laufen. Ich sag nur, überlegt ihr mal, was da für Talente waren.
Das auch. Zu Classic-Zeiten. Es gibt dann auch, egal. Es gibt auch dann noch den Vergleich, den hat unser Moderator der Ulo gebracht, zum Beispiel mit Dark Age of Camelot, da gab es nämlich auch einen Classic-Server, der war nach 2 Monaten tot. Ich glaube, das Gleiche würde auch einem WoW-Classic-Server bringen. Glaube ich nicht. Da würden sich am Anfang alle drauf stürzen, aber wenn du dann erstmal realisierst nach 3 Wochen, wie scheiße anstrengend das eigentlich alles war und wie viel schlechter ausgestaltet und designt auch im Vergleich zu heute, ist der leer. Aber stell dir mal vor, ja, es gibt Classic EverQuest-Server, ja. Und das ist ja wirklich so, da ist ja WoW wie ein Strandspaziergang im Vergleich zu einem Spießrutenlauf. Wie gut sind die denn besucht? Es gibt ja bloß einen, ja, und der ist wirklich gut besucht. Aber das ist auch eine andere Zeit gewesen. Ja, natürlich. Die Leute, die da spielen, müssen total einander Waffel haben. Aber ja, aber das ist halt auch irgendwie dann sowieso so komplett retro, weil EverQuest 1 ist ja ohnehin nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Aber ja, natürlich, WoW gibt es ja auch in einer zeitgemäßeren Fassung. Ist doch erst 15 Jahre alt, also, ne? Also von daher gesehen. Aber nee, es hat schon damals Spaß gemacht. Natürlich ist es retro, ja klar. Aber WoW wäre jetzt auch retro, oder? Classic? Aber es haben sich ein paar keinen Spaß im Vergleich zu heute. Es haben sich ein paar Kommentare da drin auch dann in die Richtung bewegt mit, welche Elemente werden denn cool? Also in einer Mischung aus, was man heute hat und was Classic war. Und, Also es gibt sicherlich eine Hardcore-Fangemeinde, das will ich nicht bestreiten, aber ich glaube nicht, dass sich das aus Blizzard-Sicht lohnt, die Menge an Spielern, die da wirklich drauf hängen bleiben würden, das kann ich mir nicht vorstellen. Und die Frage ist, wo fängst du mit Classic an? Alles bevor Burning Crusade kam oder ein ganz bestimmter Patch? Weil da gibt es nämlich auch wieder individuelle Geister, die möchten nämlich ganz bestimmte Patches gar nicht mehr haben. Ja. Es gab so diverse Klassenbalance-Patches, die schon einige Fehltritte des Talentsystems von Classic behoben haben. Und wenn jetzt einer ankommt und sagt, ich hätte gerne auf Stand 1.4 und nicht auf 1.11 oder sowas, was das Ganze für die meisten Klassen zumindest spielbar gemacht haben, in der Art und Weise, in der sie spielen wollten. Nee, eigentlich vom Balancing her müssten sie schon sozusagen am Ende einer Erweiterung, also einer des Urspiels ansetzen. Ne? Sehe ich auch so. Ja, bloß inhaltlich halt nicht. Also dann käme dann sowas wie Düsterbruch erst nach ein paar Monaten dazu. Ja, und ihr merkt, das ist ein gutes Thema. Deswegen in den Thread schauen im WoW-Forum, allgemeines WoW-Forum auf forum.buff.de und einfach euch mit reinhängen und vernünftig diskutieren, denn sonst setzt ihr euch die Moderatoren auf den Hals, wenn da Krieg ist. Weg. Ja. Forenkrieg. Jo. Ja, dann würde ich mal sagen, beschließen wir das für heute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch hier runtergetraut habt, in den dunklen Keller, wo wir zum Lachen hingegangen sind. Und wir danken fürs Zuhören. Ja. 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 Wer sich dieses Geschwalle da wie lang? 2 Stunden antut? Ja. Na, Respekt. Ja. Fangen das über Panzer, das ist immer so. Wie? Panzer sind super. Ich hätte gern mehr Rennspieler. Nein! Was? Panzerrennspiele? Nein! Ich hasse Autorennspiele und. Need for Tanks. Need for Tanks, bitte. Ein Panzerrennen. Ja, Panzerrennspiel. Aber nur, wenn man auch dabei schießen darf. Ja, das ist ja wieder Mario. Ich spiele mal Blur. Blur. Kannst du eine Arcade-Mod für World of Tanks bauen? Oder wäre doch so als Minispiel. Brauchst du doch nicht, ist doch Arcade. Genau, deswegen. Aber nicht als Rennspiel. Naja, doch. Also teilweise ist es schon so, ich muss jetzt vor dem anderen zu dem Drag Race. Ja, und dann... Ja. Du überlegst ja noch so, da vorne ist die Abkürzung, fahre ich jetzt durch den Sumpf oder bleibe ich auf der Straße, die aber einen Umweg macht? Oh, ja, das wird eng. Ich bin bei World of Tanks ausgestiegen, wo ich es zum ersten Mal gespielt habe, die Hoffnung hatte, das spielt sich für Arm und Fist. Nein. Tut's aber überhaupt nicht. Nein. Schade. Also das wäre nämlich arcadisch. Theoretisch. Nee. Ja. So, wir wünschen euch noch eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Viel Spaß. Tschüss.